Herzlich willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André, das ist Ibra und heute ist das Thema Juden im Mittelalter. Wir fassen da ein ganz, ganz heißes Eisen an und deswegen habe ich mir einen Gast geholt, der sich damit schon sehr lange beschäftigt. Ibra, du bist Archäologe, fertig, Voll. Nicht so wie ich und dann auch nebenfach auch noch Geschichte und du hast die Firma Theater und Zeit und man könnte sagen, du bist neben mir der eine oder der andere professionelle historische Darsteller in Deutschland. So kann man sagen. Also es gibt noch ein, zwei andere, aber im Bereich Mittelalter. Ganz genau. Genau, da sind wir die Exoten. Du hast recht, in späteren Zeiten gibt es noch tatsächlich noch ein paar mehr. Und tatsächlich ist Judentum und die Darstellung des Ganzen eines deiner Hauptgebiete. Stimmt, ja. Also das ist sozusagen mein Bestseller, weil es außer mir keinen gibt. Ja, und es ist natürlich ein spannendes Thema. Wer diesen Kanal schaut, der kennt Ibra vielleicht schon aus der Dokumentation Mittelalter und zurück. Da ging es um das Turnier in Schaffhausen. Da wurdest du vom Bayerischen Rundfunk begleitet. Habe ich vor ein paar Monaten erst drauf reagiert. Und es, wie immer, wenn es um dich geht, die Leute fanden dich furchtbar sympathisch und deswegen bin ich immer sehr neidisch. Ja. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Einschub. Letzte Woche wurde am Rande der Buchmesse in London ein neuer Dachverlag gegründet, unter dem sich Verlage wie Müller und Schindler, der Facsimile Verlag, Halter Definitionen und Icon Editores aus Spanien versammelt haben. Dazu kommt dann mit Culturalis noch ein neu gegründeter Verlag für Kunstbücher und Museumskataloge. Mit Living Manuscripts ist eine App entwickelt worden, die die Facsimiles der Verlage zu einer interaktiven Galerie machen. Und mit Medieval Art Stories gibt es ein Angebot an Merchandise, der auf historischen Motiven beruht. Wie man sieht, ist das Ziel die Vermarktung historischer Bücher und Kunst im Allgemeinen über die reine Produktion hochwertiger Facsimiles hinaus zu erweitern und generell Kunstproduktionen zugänglich zu machen. Mit Halter Definition ist auch das Thema Reproduktion von Gemälden und 3D-Digitalisierung ein Standbein und ich kann euch nur empfehlen, die Homepage mal zu besuchen. Dort gibt es eine wundervolle Galerie mit hochauflösenden Bildern italienischer Gemälde. Aber auch die anderen Teilverlage habe ich euch unter diesem Video verlinkt. Die Seite der Universal Art Group ist noch gar nicht fertiggestellt, der Verlag ist einfach zu neu. In Zukunft gibt es also genug Publikationen, die für uns interessant sind und die werde ich dann auch vorstellen. Ich glaube, da kommt Großes auf uns zu. Ja, wir fangen, glaube ich, mit einer ganz schwierigen Sache an, denn wir sollten erstmal den Begriff Jude ein bisschen definieren oder Judentum, weil das erste ist der schlimme, schlimme Holzweg, denn Jude wurde ja rassig definiert und das ist davon sollte man es ganz weit fernhalten. Ja? Da wollen wir nicht hin. Nein. Ethnie ist ja auch schwierig. Das hattest du schon eben gerade gesagt. Ja, dann, wenn wir von Semiten reden, dann kommen die ganzen Araber auch noch dazu. Ganz genau. Ganz genau. Dann ist der Punkt, ist es eine Religion? Was ist ja. Aber was ist mit denen, die nicht aktiv in dieser Religion sind? Was ist mit jüdischen Atheisten? Und davon haben wir eine Menge. Heutzutage. Ja. Ich glaube, wenn wir über das Mittelalter reden oder auch über die Spätantike, da wirst du nicht viele Atheisten gehabt haben. Im Mittelalter haben wir sowieso einen Vorteil, da ist Religion die definierende Sache. Yep. Denn wir haben ja so eine ganz wichtige Unterscheidung, wir haben ja Antijudaismus und Antisemitismus. Heute haben wir gerne Antisemitismus, im Mittelalter haben wir Antijudaismus. Genau. Willst du den Unterschied kurz erklären, damit ich nicht die ganze Zeit rede? Naja, der eine Begriff umschreibt eben quasi die Religion oder die Ablehnung der Religion und der andere Begriff zielt eigentlich auch extrem auf den Staat Israel ab, aber eben auch auf die Juden als Volk, eben, wenn man so sagt. Es ist halt dieser rassistische Ansatz, das ist Antisemitismus, die Rasse wird abgelehnt und im Antijudaismus, im Mittelalter kennt diesen Rassismus nicht. Bis am Ende, da tauchst du dann ganz kurz am Ende nochmal auf, aber im Prinzip ein konvertierter Jude ist kein Jude mehr, sondern ist ein Christ. Genau. Ja, und das sind wir eben am Punkt Religion. Heute ist es eben ganz schwierig, heute würde ich tatsächlich sagen, ist es vor allem eine Identität, wenn man sich selbst, also es ist eben nicht Herkunft, nicht Religion, es ist von allem ein bisschen und deswegen schwierig. Aber im Mittelalter, wie du schon gesagt hast, können wir von Jude als Religion oder Judentum als Religion reden und das als Abgrenzung verwenden und machen es uns da relativ einfach. Und es ist von den Buchreligionen, also die klassischen Buchreligionen, die älteste? Ja, auf Abraham beziehen wir uns alle, nicht wahr? Genau. Ob Juden, Christen, Moslems. Nicht schon wieder. Was macht denn dein Licht heute? Ich habe keine Ahnung. Es macht irgendwas.
Wird das heller oder kippt das oder was passiert da? Nee, es macht gar nichts. Okay. Also es macht es automatisch. Schräg. Besser so? Ja. Ja. Ja, und letztlich, das Christentum hat ja angefangen als jüdische Sekte. Genau. Ja? Erschreckend erfolgreich jüdische Sekte. Ja, aber das ist ja eh sehr, sehr spannend grundsätzlich. Wenn wir in die Antike gucken oder in die Kaiserzeit eben, dann hast du mit dem Judentum eine Religion, die sich nicht in den Staatskult eingliedern lassen kann, ja. Weil zum Staatskult gehört der Kaiserkult und als Jude darf man natürlich keinen anderen Gott haben, ja? Und der Gott Kaiser ist dazu natürlich abzulehnen und da haben die Römer ja ganz allergisch drauf reagiert und das war ja auch der Grund für die Christenverfolgung, dass man gesagt hat, die Christen lehnen den Kaiser als Gott ab. Ja. Und deswegen, was auch viele nicht wissen, ist, dass es gerade in der frühen Kaiserzeit auch durchaus Pogrome von seitens der römischen Kaiser gegenüber den Juden gab. Ist ein ähnliches Problem. Auch da, glaube ich, ein Irrtum, der ganz oft ist. Also, ich meine, das Judentum heute ist ziemlich treu den Grundsätzen. Also, das ist sehr konservativ in dem Sinne, dass sie halt wirklich in ihren Glaubenssätzen schon relativ lange festhalten. Aber das verdichtet sich auch erst so um das Jahr 0, kurz vorher, kurz nachher. Und vorher haben wir haben ja nach jüdischer Zeit schon irgendwie 3.500 Jahre Geschichte. Und vorher passiert da ziemlich viel. Also vorher ist das die Idee, dass das Judentum schließlich schon sehr, sehr früh als Religion im heutigen Stil herauskristallisiert, ist ja ein Irrtum. Da passiert ja gerade in vorchristlicher Zeit ein ganzer Haufen. Oh ja, sehr. Also muss man nur an die babylonische Gefangenschaft denken. Und dort wurde auch erst der Talmud geschrieben, sozusagen. Ja. Und wenn man sich die Speisevorschriften anschaut oder die Einhaltung der Speisevorschriften in der Halach, die werden erst viel, viel strenger mit der Diaspora. Mhm. Aber das ist ja auch ganz logisch. Mhm. In der Fremde ist es wichtig, sich quasi von der Mehrheitsgesellschaft abzugrenzen. Vor allen Dingen, wenn man das auserwählte Volk ist. Ja. Identität, ja, also. Es steht ja oft gerne im Kontakt mit dem Fremden. Ja. Und auch so der krasse Monotheismus, der ist ja was Neues in der Religion zu der Zeit, der kommt ja auch erst so mit der Zeit. Also vorher gab es dann schon noch so ein paar Nebengötter und Göttinnen, die dann irgendwie rausgetilgt werden. Also das ist so auch so ein Prozess letztendlich. Du hast gerade schon das wichtige Wort gesagt, Diaspora. Die Besonderheit des Judentums, die Diaspora. Die Römer vertreiben sie aus dem aus ihrem Land, man muss ja eigentlich Plural machen, es gab ja mehrere jüdische Teilreiche immer wieder, die haben sich auch untereinander ganz gerne bekämpft. Behackelt, ja, durchaus. Und ja, dann haben wir die Diaspora und das Judentum wird über Europa, Asien und Afrika, Nordafrika verstreut. Mit der Zerstörung des Tempels kann man eigentlich sagen, ja. 70. Ja. Und dann haben wir... Christus. Dann haben wir zum Beispiel in Alexandria haben wir schon sehr früh eine große jüdische Gemeinde. Ganz genau, ja. In römischen Städten haben wir Gemeinden und tatsächlich im deutschsprachigen Raum können wir sie nachweisen ab dem 8. und 10. Jahrhundert. Tatsächlich in der Antike gibt es schon auch im deutschsprachigen Raum gibt es schon jüdische Gemeinden. Ja. Nebulös ab dem 1. Jahrhundert und dann natürlich ganz platant ab dem 4. Jahrhundert mit dieser Quelle und diesem Privileg, wer war das? Welcher Kaiser? Oh, Hilfe, ich bin da so schlecht. Ja. Egal, auf jeden Fall, da ging es eben um ein Privileg in Köln, das für die Juden in Köln gegeben worden ist und was ihnen den Zugang zu öffentlichen Ämtern gewährte. Und das ist ja dann auch quasi dieser Zeitpunkt, wo wir jetzt in Deutschland vor ein paar Jahren, also dieses 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert haben.
Du hast mir gerade im Prinzip das Wort aus dem Mund genommen, weil es gibt natürlich in der Antike bereits Beispiele und es ist wahrscheinlich, dass aus diesen antiken Gemeinden, dass die sich erhalten haben. Wir können es halt nicht nachweisen, weil die nächsten Quellen, die wir dann haben, sind wieder 8. bis 10. Jahrhundert. Und also es ist wahrscheinlich, dass sie vor allen Dingen, wir haben ja in die römischen Städte, die überleben, das überleben ja als Bischofssitze, also so Köln, Trier, Mainz, überleben ja ins späten Mittelalter. Und es ist wahrscheinlich, dass die jüdischen Gemeinden in diesen Bischofsstädten bestanden haben. Aber wir können es halt nicht nachweisen, weil wir einfach mal wieder in den Dark Ages im frühen Mittelalter zu wenig Quellen dafür haben. Ganz genau. Und dann, das, was man vielleicht sagen muss, wenn ich kurz einspielen darf. Vor allen Dingen Frankreich war ganz stark oder ist jüdischer Siedlungsraum. Ja. Ja, genau. Witzigerweise England nicht, also zumindest weiß man es nicht. Anscheinend sind die Juden erst mit der normannischen Eroberung nach England gekommen. Zu Frankreich komme ich gleich tatsächlich. Denn das nächste, wo die Juden uns im Frühmittelalter begegnen, ist im Fernhandel. Ja, und da haben sie natürlich Vorteile, weil die Diaspora sorgt dafür, sie haben Kontakte. Sie haben eine Verkehrssprache, die sie eigentlich überall benutzen können. Und da bin ich auch schon reingefallen. Ich habe zu meinem Video gesagt, es ist nicht Hebräisch. War es nicht Aramäisch? Aramäisch tatsächlich, ja. Genau. Es war Aramäisch, ja. Und dann gibt es die Radaniten. Ach du Der Begriff Zeit. Kommt. Es ist so schön, dass wir uns gegenseitig da immer. kommt wahrscheinlich vom Rhône, also das Rhônegebiet in Frankreich, sind wir genau bei deinem Siedlungsgebiet. Mhm. Und die Forschung, also es sind halt Fernhändler, deren Handelswege letztlich bis Indien und China reichen, letztendlich. Und die sind fast wie eine Firma organisiert und haben ihre Strecken eingeteilt. Und dadurch sind sie wirklich so weitreichend. Da gibt es eben ältere Ansichten, dass durch die arabische Expansion der Handel im Orient zum Erliegen kommt und nur diese Radaniten diesen Handel aufrechterhalten konnten. Ist inzwischen aber verworfen, weil die Araber hatten tatsächlich an europäischen Gütern erstaunliches Interesse, nämlich an slawischen Sklaven, fränkischen Waffen, englische Wolle, Pelz und Holz. Und also es gab da immer was, aber das ist zum Teil eben in der Hand dieser Radaniten, die da als Fernhändler agieren und dadurch, dass es gibt, haben natürlich auch örtlich ansässige jüdische Händler, wie zum Beispiel in Köln, Trier oder so oder in Mainz, einen Kontakt dazu und können dieses Handelsnetzwerk natürlich anzapfen, was ihnen erstmal einen großen Vorteil gibt. Und dann wundert es einen aber auch nicht, dass quasi der führende Gesandte Karls des Großen an den Hof Harun al-Raschids ein Jude ist. Mhm. Also, und der kommt dann tatsächlich auch zurück nach erfolgreicher Reise und bringt einen Elefanten mit. Ja, die Geschichte. An den Hof des Karlsgrün. Ja, auch überhaupt so die, also es gibt auch einen Grund, also die Araber sind da ja gerade, was Juden an Christen auch teilweise angeht, relativ offen erstmal. Das liegt halt einfach daran, dieser Dschihad, da denkt man einmal an riesige Heere, aber diese Truppen sind relativ klein und sie sind darauf angewiesen, sich mit den lokalen Gruppen zu arrangieren. Und das sind natürlich Buchreligionen, also die verwandten Religionen, Christentum und Judentum, sinnvoll und da kommt erstmal die Toleranz gegenüber diesen Religionen her. Darf man auch nicht verallgemeinern, also da gibt es auch dann Teilstaaten teilweise, die dann es anders sehen. Also das ist alles nicht so happy-clappy, wie das gerne dargestellt wird. Und ab dem 11. Jahrhundert werden dann die jüdischen Fernhändler verdrängt, relativ stark. Zum einen von italienischen, zum anderen von armenischen Händlern. Die christlichen Händler übernehmen das Ganze sehr stark. Auch der Sklavenhandel ist immer, war auch ganz lang so ein Ding, die Juden sind im Sklavenhandel, handeln da mit Christen und weil sie ja keine Christen seien, das ist tatsächlich, die Christen übernehmen das völlig ohne Probleme und machen den Sklavenhandel bis ins Hochmittelalter weiter. Also ich habe so eine Punkt gefunden, in Mecklenburg 1168 wurden mal eben so 700 Dänen verkauft. Also das ist auch so ein altes Narrativ, um die Juden irgendwie als Sklavenhändler hinzustellen. Und es gibt auch Beispiele, wo es große jüdische Sklavenhändler ging, aber es ist nicht ihr Hauptgebiet. Und du hast eben schon gesagt, Karl der Große hat einen jüdischen Unterhändler und tatsächlich kann man den Karolingern oder der ganzen Zeit auch sagen, dass sie gegenüber Juden sehr aufgeschlossen sind? Ja, ja. Also man unterteilt bei den Karolingern eigentlich so in drei jüdische Volksgruppen, also diese Fernhändler, die auch
protegiert und privilegiert wurden. Mhm. Dann gab es die örtlichen Händler, mhm. Die auch Sonderstatus hatten und oder Stati, vielleicht ist das besser, egal. Mehrheit der Bevölkerung waren halt Handwerker, Bauern, ja. und dergleichen. Standen tatsächlich auch unter denselben Rechten wie die Christen auch. Also wenig. Wie? Wenig Rechte. Nein, doch, also tatsächlich, die waren insofern privilegiert, dass sie keine Leibeigenen waren. Die wurden wie freie Bauern behandelt. Und das war schon ein ganz großer Pluspunkt, muss man sagen. Also ja, es fängt dann auch so ein Schutzbriefsystem langsam. Also auch die Karolinger stellen schon Schutzbriefe aus, um die Juden teilweise unter Schutz zu stellen. Und in den Städten haben wir es sowieso, also in den Bischofsstädten, wir sind auch weit weg von Bürgern. Im Prinzip die Bewohner dieser Stadt sind unfrei des jeweiligen Stadtherrn und oder Schutzbefohlene. Da gibt es ganz verschiedene Stufen und da ist natürlich auch, da es noch keine Bürgerrechte gibt, gibt es auch noch nichts, was die Juden nicht hätten innehaben können. Tatsächlich, zu der Zeit spricht man auch eher von stadtähnlichen Siedlungen als von Städten. Habe ich gerade was gemacht, weil es gibt hier ein wunderbares Buch, das Trier zeigt, Trier um 1120 und man erkennt überhaupt nicht, wo etwas Stadtähnliches. Also du hast da, ist genau der Punkt. Also von daher ist da auch die Idee, dass irgendwie Juden da innerhalb der Städte irgendwie, das ist alles noch zu früh. Aber dann kommen wir jetzt langsam ins Hochmittelalter. Ich mache es jetzt extra so, die Vorgeschichte ein bisschen schneller, denn im Hochmittelalter wird es für unsere Geschichte, glaube ich, wirklich spannend, denn jetzt fängt der Antijudaismus stark an. Es entstehen so Bilder wie die Judensau, die ja heute immer noch an einigen Stellen zu bewundern ist. Ja? Und dann kommt der erste Kreuzzug. Ich würde gern noch davor tatsächlich auf die Gründung der Schumstädte eingehen. Ja? Mhm. Schum heißt Knoblauch. Könnt ihr das sehen? Ja, sieht man gut. Bild. Naja, auf jeden Fall, das ist sehr spannend. In vielen mittelalterlichen Bildquellen werden Juden mit Knoblauchzehen abgebildet. Mhm. Und das zeichnet sie als Mitglieder der Schumstädte aus. Das sind die drei heiligen Gemeinden, Worms, Mainz und Speyer. Kommen wir gleich nochmal zu? Ach so. Ja. Ah, nein, nein, nicht in dem Zusammenhang. Erzähl weiter. Ich weiß nichts von dem, was du gerade erzählst. Naja, spannend. Und in diesen drei Gemeinden wird quasi das aschkenasische, also das deutsche Judentum überhaupt erst gegründet. Mhm. Ja, dort sammelt sich alles, was gelehrsam ist. Und viele französische Juden siedeln eben dann auch nach Speyer. Und das Spannende ist, dort gibt es dann auch ein Judenviertel, das mit einer Mauer umgrenzt wird. Muss man jetzt allerdings dazu erklären? Genau der Punkt, man stellt euch nicht eine Stadt vor, wie ihr das vor Augen habt, mit Mauer und darin ganz viel Urbanes, sondern es ist noch viel unbesiedelter. Und oftmals, also in Trier hatten wir zum Beispiel, die römische Mauer gab es nur noch in den Trümmern und dann hatte der Bischofssitz zwar auch mit einer Mauer umklammert und kleinere Höfe waren auch ummauert. Also das ist nicht... Ja. Und Mauer ist was ganz Besonderes zu der Zeit, ja. Richtig. Es werden Privilegien erteilt, dass Mauern errichtet werden dürfen. Mhm. Ja? Und also insofern ist das quasi ein großes Privileg, dass die Juden um ihr Viertel eine Mauer ziehen dürfen. Ja? Und sie dürfen zu der Zeit auch natürlich noch Waffen tragen, Handel und Wandel treiben und so weiter und so fort. Und in Mainz haben wir unter 7000 Mainzer Einwohnern ungefähr zu der Zeit, war relativ groß, etwa 1000 Juden. Also schon beachtlich. Ja, und also dort erfährt man, also in diesen drei Städten, die erfahren auch relativ viel Zuzug. Weil sie Lehrstädte sind. Mhm. Ja. Also es wird eben von den heiligen Gemeinden gesprochen, weil da eben an den Takanot Shum geschrieben wird, an den Regeln und Kommentaren zum Talmud. Mhm. Und wie gesagt, das sind die Wurzel und die Geburtsstätte des aschkenasischen Judentums schlechthin. Ja. Nur den Begriff aschkenasisch und sephardisch erklären. Danke.
Wir haben eben die deutschen Juden, aschkenasische Juden, aber das sind mitnichten nur die deutschen Juden. Da geht es auch eben um die Juden aus Nordfrankreich oder England, genau, die in Südfrankreich und natürlich in Spanien und Portugal und Nordafrika, das sind dann die sephardischen Juden und die haben eine komplett eigene Tradition, die sich da herausbildet. So, Entschuldige. Ja, Das ist. absolut, war aber auch ganz wichtig. Das Aschkenasi-Judentum werden wir am Ende so nochmal reinkommen. Macht noch ein bisschen was an Wandlungen durch. Aber genau die drei Städte, die du gerade genannt hast, die ja auch, ich meine, da hast du auch eine jüdische Gemeinde, die groß genug ist, um Traditionen auszubilden, um eigene Gebräuche überhaupt zu haben. Dafür brauchst du eine Mindestgröße. Ein paar wenige Familien, die können nur ganz schwer ihre eigenen Traditionen durchsetzen. Und genau diese drei Städte werden im ersten Kreuzzug angegriffen. Denn es wird ja aufgerufen, die Feinde Christi zu bekämpfen. Und ein Graf Emicho denkt sich, ja, die sind hier vor der Haustür. Und Ja, hat auch einen Grund, weil wir sind hier, wir reden da ja noch von dem, das ist zwar jetzt ein falscher Terminus, aber muss man trotzdem so nennen, ich habe keinen besseren. Das ist ja quasi der Volkskreuzzug, weil die eigentlichen Kreuzzügler und Ritter und Adligen, die sind noch wild am Vorbereiten Genau. und regeln ihre Dinge. Und dann gibt es da so ein paar Heißsporne und Kleinadlige, die wollen einfach schon loslegen, ja, So ein Mob. und ziehen dann los. Genau, Genau. der Mob. Der Mob zielt los und ja, und dann geht ihnen halt einfach die Kohle aus, ja, und ihre Mittel, weil die haben sie nicht vorbereitet, die reiten auf Kühen und sonst irgendwas, ja, und die mitziehen, fragen immer bei jeder Stadt, sind wir denn schon da? Sind wir denn schon da? Sind wir schon da? Kann ich ein Eis Naja, haben? und ja, genau. Wann sind wir so weit? Da, Pappelschlumpf? Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, das ist genau das Problem. Und dann kommt eben dieser Emicho von Leiningen auf die Idee, ei, super, da haben wir eine sehr reiche Bevölkerungsschicht, die auch noch keine Christen sind. Und zabarabatz, dem können wir es ja geben. Und von denen können wir uns dann auch die Kohle holen, die wir brauchen. Ja, eins der Punkte, ganz wichtig bei all diesen Dingen ist immer der Punkt der Zwangstaufe. Also jetzt auch diesen Angriff wieder die Zwangstaufe wichtig. Und Speyer ist die erste Stadt. Am 3. Mai 1096 wird Speyer angegriffen. Bischof Johann der Erste allerdings nimmt die Juden unter Schutz in seiner Befestigung und in mehrtägigen Kämpfen wehren sie diesen Volkskreuzzug ab. Und Johann dem Ersten wird sogar noch vorgeworfen, er hätte das getan, ohne Gegenleistung zu fordern. Weil tatsächlich der schützt die Seinen. Es ist also, diese Bischöfe muss man sich auch klar machen. Da habe ich gleich danach noch ein nettes Beispiel. Die waren an die Juden interessiert, Ganz um genau. ihre Städte zu vergrößern. Diverse Händler, Handwerker, Gebildete. Das war ihnen ganz wichtig. Die wollten sie haben, die waren begehrt. Und deswegen verteidigt Johann der Erste eben auch seine Juden. In Worms wird das Ganze am 18. Mai geht nicht ganz so gut aus, denn dort werden in der Stadt die Juden zur Taufe gezwungen oder umgebracht. Oder sie bringen sich tatsächlich selber um. Genau, das haben wir vor allem in Mainz später, das ganz stark, aber da haben wir auch sehr viele Selbstmorde. Und dann stürmen Kreuzfahrer und Wormser Bürger oder Wormser Bewohner, Bürger ist noch der falsche Begriff, den Bischofssitz und ermorden die dorthin Geflohene. Wir haben etwa 800 Tote in Worms. Und noch heftiger wird es dann in Mainz, wo eben 1000 Juden etwa leben. Der Erzbischof fordert erstmal Geld von den Juden, schützt sie dann aber doch. Und in tagelangen Kämpfen werden dann im Prinzip die gesamte Gemeinde, bis auf ein paar wenige Konvertierte, wird komplett ausgelöscht. Und da gibt es eben sehr, sehr viele Selbstmorde. Auch Familie, ihre Kinder töten, sich danach selber töten. Also das ist wirklich in Mainz sehr, sehr heftig. Und im Prinzip die Gemeinden von Worms und von Mainz werden einfach mal ausgelöscht. Tatsächlich, das spiegelt sich auch in den jüdischen Quellen zu dieser Zeit und zu diesem Pogrom wieder, dass da eben auch hervorgehoben wird, dass der Speyerer Bischof eben sie schützt ohne Gegenleistung. Ja? Und spannend ist ja auch, dass dann der Kaiser selber dann im Nachhinein einschreitet und sagt, naja, die Zwangsgetauften dürfen auch wieder zu ihrer Religion zurückkehren. Ist auch kirchlich dann, also auch die Kirche hat die sagt, dass diese Zwangstaufe ungültig ist, was auch ganz spannend ist. Da gibt es auch wirklich
dramatische Geschichten, also auch schon Konvertierte, die dann die Synagoge verbrennen, damit sie nicht säkularisiert wird und sich dabei mit selbst umbringen. Also auch außerdem meinst, diese Kämpfe sind vor allen Dingen Juden, die kämpfen, weil du hast schon gesagt, sie haben Waffen und da ist eine wehrhafte jüdische Gemeinde, die auch tatsächlich lange durchhält, aber letztlich besiegt wird. Und wie ich wohne hier in Münzenberg und das ist ja harte Stadtrecht, ist aber ansonsten sehr klein. Und der Gründer Kuno von Hagen-Arnsburg oder Kuno von Münzenberg, der Mitte des 12. Jahrhunderts lebt, der siedelt gezielt Juden an, nämlich genau die Vertriebenen, die Geflohenen, weil er eben in seiner kleinen Stadt dann auch Gebildete und teilweise sogar Gelehrte unterbringt. Und wir haben eine echte Besonderheit. Wir hatten hier einen jüdischen Münzmeister und es gibt den Münzenberger Judenpfennig. Das ist die einzige Münze, auf der ein Jude und ein Christ nebeneinander abgebildet ist, nämlich der Münzmeister und der Burgherr. Und dann gab es hier auch mal fast einen kleinen Pogrom, den hat er dann einfach verhindert und gesagt, nee, das sind meine, also lass die mal in Ruhe. Also wir haben einfach so auf lange Sicht, wir haben jetzt dieses sehr, sehr heftiges Pogrom und das geht ja weiter, die ziehen ja noch den Rhein runter und machen ganz viel Unfug. Aber da darf man sich nicht drüber täuschen, dass wir an anderen Orten auch durchaus lange, lange Phasen friedlichen Zusammenlebens haben. Ganz genau. Und tatsächlich strahlt ja das, was in diesen Gemeinden verfasst worden ist an Lehrmeinung und dergleichen. Ja, das strahlt ja bis in die Gegenwart und bis in das Judentum heute hinaus. Ja. Und das wäre natürlich nur möglich gewesen, oder das ist nur möglich, wenn du auch eine gewisse Zeit lang in Ruhe und Frieden leben kannst und forschen und philosophieren kannst. Mhm. Und auch sehr spannend, gerade im Hochmittelalter wird ja auch unter den Christen die jüdische Gelehrsamkeit hochgeschätzt. Mhm. Und dann werden auch jüdische Gelehrte an die Sorbonne gerufen, um christliche oder universitäre Streitigkeiten zu schlichten, ja, um Schiedsrichter zu spielen, wer denn da das bessere Disputatio führt. Mhm. Total spannend. Ja, sehr. Das Schöne ist, ich habe ein paar Bildquellen und es gibt hier ein tolles Buch, Jüdisches Leben im Mittelalter, das vor allen Dingen deswegen interessant ist, weil es nutzt Bildquellen aus hebräischen Handschriften des 13. bis 16. Jahrhunderts, also Bilder aus jüdischer Sicht, und das finde ich einen extrem spannenden Ansatz. Alle Bilder, die ich zeige, sind, oder bis auf wenige Ausnahmen, sind aus jüdischer Sicht, was natürlich ein ganz anderes Bild zeigt. Und da wollte ich gerade mal so das religiöse Alltagsleben zeigen, weil natürlich gelebtes Judentum hat so seine, oder viele Rituale, könnte man sagen. Wir haben zum Beispiel das Innere einer Synagoge beim Morgengottesdienst, und das Erste, was schon auffällt, die sehen gar nicht aus, wie wir uns Juden vorstellen. Ganz genau. Also da fehlt so der lustige Judenhut, den wir immer gerne haben. Ja, ja, genau, für deine Darstellung. Wenn ich den mal hier präsentieren darf. Ja, musst du noch ein bisschen vor dich halten. Genau. Übrigens, das ist ein sehr spätes Modell, weil es gibt tatsächlich wirklich eine Judenhut-Chronologie. Mhm. Daran sieht man, dass der Judenhut tatsächlich ein Teil der Tracht ist. Weil der ist auch modischen Gesetzen unterworfen. Ja? Also der entwickelt sich wirklich weiter. Von den ersten Abbildungen bis ins späte Mittelalter hinein. Das wobei, ist total spannend. Ja, wobei er in den jüdischen Quellen tatsächlich sehr selten vorkommt, aber natürlich wurde er getragen. Ja? Dann haben wir hier so, was ich ein sehr schönes Bild finde, die drei Phasen des jüdischen Aufstehens quasi, schon im Bett, quasi das erste Gebet, dann die Waschung und am Ende noch das Morgengebet mit Lesung. Also das ist auch so eine Glaubenspraxis. Eins der Klischees ist ja immer, da gibt es ein ganz schlimmes Video mit Neil deGrasse Tyson? Der amerikanische Harald Lesch quasi. Okay. Der dann erzählt, ja, während der Pest hätten die Christen dann gemerkt, weil die Juden sich ja viel mehr gewaschen haben, dass die nicht daran sterben und deswegen hätte man sie verantwortlich gemacht, ist so ein Narrativ, wo ich denke, ja, super. Aber es wird gerne so getan, als ob du bei den Juden ganz viel Hygiene hättest und bei den Christen nicht, was aber mehr daran liegt, dass die Christen
auch Hygiene hatten und es ihnen abgesprochen wird. Aber tatsächlich in der jüdischen Religion ist Waschen ein ganz wichtiger Punkt. Ganz genau, ja. Und was ich an dem Bild so toll finde, es könnte auch aus dem christlichen Kreuzgang stammen, dieses Becken. Mhm. Es gibt total viele Parallelen und das spiegelt sich auch im archäologischen Fundgut wieder. Du hast eigentlich, wenn du jüdische Lebensräume aus dem Mittelalter ausgräbst, ja, es gibt eine Handvoll sakrale Gegenstände, Artefakte mit religiöser Bedeutung, die kann man als typisch jüdisch identifizieren. Mhm. Aber der Rest ist alles ganz normale Alltagskultur. Also der christliche Haushalt unterscheidet sich nicht vom jüdischen Haushalt, außer in der Zusammenstellung. Also man hat natürlich im jüdischen Haushalt eben die Trennung von milchigen und fleischigen und hast deswegen auch doppeltes Geschirr. Was wir aber heute nicht mehr nachvollziehen können oder nicht mehr zuordnen können. Ganz genau, ganz genau. Aber es ist zum Beispiel lustig, ich habe so fürs Spätmittelalter habe ich so blau-weiße Handtücher. Und da werde ich auch teilweise gefragt, ist das jüdisch? Weil wir es heute irgendwie so assoziieren. Aber damals ist es halt ganz normal. Das ist ein ganz normales Handtuch. Es ist blau-weiß geschreifte Handtücher, sind der Hit im Spätmittelalter. Aber was tatsächlich schon mal ist, was ich ganz spannend fand, hier haben wir ein Abbild einer liturgischen Kleidung, nämlich ein Aberkanfort. Das Lätzchen mit den... Ja, mit den Zitzit. Ja, also genau. diese Zöpfelchen unten drunter. Genau. Also das ist so, fand ich, das haben wir da tatsächlich schon. Ist auf den Bildern nicht so wahnsinnig oft zu sehen, aber hier sieht man es eben ganz gut. Und ebenfalls sehr nett, hier haben wir eine Mezuza an einer Tür in Ferrara um das Jahr 1470. Wir können tatsächlich auf den... Nee, ich wollte gerade sagen, man sieht wirklich auch in der Kleidung nicht große Unterschiede. Das finde ich so spannend, genau an diesen Bildern, dass die Eigenwahrnehmung oder die Eigendarstellung, da haben wir gleich, wenn ich auf Mode gehe, sehen wir das nochmal besser. Und es ärgert mich auch so oft. Wie gesagt, ich hatte gerade jetzt am Sonntag hatte ich eine Dokumentation über Österreich und da ging es eben auch um Juden, um die Vertreibung der Juden im frühen 15. Jahrhundert in Österreich. Und dann haben sie einen heutigen jüdischen Supermarkt gezeigt und haben heute jüdisches Leben in Wien gezeigt, ohne sich klar zu sein, dass das nicht das ist, was früher in Wien war, sondern dass das aus Osteuropa zurückgekommen ist. Da gibt es natürlich Verbindungen, aber es war so, Leute, ihr betont gerade das Fremde. Die Juden in Wien waren aber nicht fremd. Nein. In Wien ist ja Österreich ja relativ spät jüdisch besiedelt worden, kann man sagen. Aber wenn man jetzt gerade von sowas wie Mainz oder Speyer ausgeht, da haben wir, du hast gerade gesagt, 1700 Jahre, wir haben uralte Traditionslinien und die sind da nicht fremd. Aber was man schon sagen muss, dass eine gewisse Abgrenzung absichtlich auch innerhalb der Juden von den christlichen Gemeinden vorhanden war. Also man gerade eben um, wie soll man sagen, sich in der Diaspora zu erhalten als Volk, ja, also eine Ehe zwischen einem Juden und einer Nicht-Jüdin oder umgekehrt oder wie auch immer, wäre undenkbar gewesen, geht nicht, ja, weil das jüdische Volk an sich hat ja auch ein Sendungsbewusstsein. Ja. Ja, und es muss erhalten bleiben. Es ist ja genau wie beim Christentum, wir sind im Besitz der Wahrheit. Unsere Ansicht ist korrekt. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Von christlicher Seite geht es mit der Heirat etwas einfacher. Allerdings natürlich muss konvertiert werden. Man muss natürlich getauft werden und Christ werden. Dann kann man das mal machen. Ist jetzt nicht ideal, aber die sind da etwas, also in dem Punkt lockerer, solange man wechselt. Klar, aber die Gruppe in der Diaspora ist natürlich, wir sind begrenzt viele. Da ist es uns nicht so recht. Und zu der Zeit wird halt auch nicht mehr missioniert. Ja. Das wird zwar immer gesagt, das Judentum hat nie missioniert, das ist so nicht ganz richtig. Ja. Aber zu der Zeit wird definitiv nicht missioniert. Übrigens, wenn man noch eine ganz spannende Geschichte, noch mal ganz kurz zurück ins Frühmittelalter. Ja, klar. Wir haben ja das Khazarenreich. Und das ist ein wildes Reitervolk. Und am Schwarzen Meer, im Raum Schwarzes Meer? Ja. Genau, ganz genau. Ja. Und das entscheidet sich zwischen 8. und 9. Jahrhundert zum Judentum zu konvertieren. Ja. Ja. Also nicht nur die Oberschicht, sondern auch tatsächlich die Mehrheit der Bevölkerung entscheidet sich
zum Judentum überzugehen. Und tatsächlich, das wird später den Juden, die in Deutschland leben, also wir sind jetzt in der Neuzeit, auch gerade in den 20er, 30er Jahren, wird den Juden eben vorgeworfen, dass sie gar keine, also dass die Juden, die jetzt in Deutschland leben, eh keine richtigen Juden sind. Mhm. Das ist auch so eine Begründung vor der Kirche gegenüber. Mhm. Ja. Sondern das sind ja alles so Pseudo-Juden aus dem Kassanreich, die rübergemacht haben. Ja, ja, total abgefahren. Ja. Und das sind ja keine echten Juden, weil im Judentum wird ja quasi die Zugehörigkeit über die Mutterlinie vererbt. Ja. Ja. Und man kann nicht einfach sagen, ich bin Jude. Ja. Sondern gerade bei orthodoxen und strenggläubigen Juden bist du einfach nur Jude, wenn du von einer jüdischen Mutter geboren wirst. Ja? Mhm. Und da gibt es auch, tatsächlich wird das quasi den neu angesiedelten Juden, die aus Osteuropa dann später kommen, wieder nach Deutschland, wird es dem vorgeworfen, dass die einfach gar keine echten Juden sind, ja? Sondern einfach abstammen von den Kasan, Hasidim, Okay, ja. Ja, genau. Die heute bekannt sind in Israel als sehr, sehr ultra-orthodox. Ganz genau. Also ganz wild, genau. Wild. Wobei die Hasidim nichts mit den Kasan zu tun haben. Das ist eine Strömung, die sich erst im 18. Jahrhundert entwickelt. Und alles gegen uns war, warum sollte uns das daran hindern, uns gegenseitig noch an die Gurgel zu gehen? Kann man überall, ja? Genau. Wir sind dann im Hochmittelalter und dann der Antijudaismus, der wird auch nicht mehr nach dem ersten Kreuzzug auch nicht mehr weniger. Und seit 1236 unter Friedrich II. Werden die Juden dann zu Kammerknechten des Königs ernannt. Lass uns vorher noch ganz kurz auf den Landfrieden eingehen. Gut. Ja, weil die Juden werden explizit bei Heinrich IV. In seinem Landfrieden erwähnt. Mhm. Und dort wird ihnen auch zum ersten Mal verboten, Waffen zu tragen. Sie werden einerseits als besonders schutzwürdige Bevölkerungsschicht gekennzeichnet, aber eben zum ersten Mal dürfen sie keine Waffen tragen. Ja. Also wird es verlautbart. Genau. Und diese Kammerknecht-Sache zementiert das dann quasi. Auf der einen Seite sind sie geschützt als Kammerknechte des Königs. Auf der anderen Seite verlieren sie eben Dinge, weil dieser Schutzstatus wird dann auch sagen, ihr müsst euch nicht selber schützen. König schützt euch. Und, toll. Und, aber tatsächlich muss man das auch so ein bisschen vor dem gesamtreligiösen Kontext sehen. Mhm. In der Zeit passiert, also auf der einen Seite haben wir die Auseinandersetzung zwischen Kaiser und Papst. Mhm. Ja. Und gerade in der Zeit beginnt die Papstkirche extrem auf einer intellektuellen Basis gegen das Judentum mobil zu machen. Mhm. Da gibt es zum Beispiel den Begriff des Talmud-Juden. Und das, da hat ein Konvertit Klage bei einem Papst geführt. Das war Anfang des 13. Jahrhunderts. Und dass in diesem Talmud ganz schändliche Dinge stehen und dass quasi die Juden mit den Ketzern gleichzusetzen sind und Ketzer par excellence sind. Das wird noch wild. Das wird noch so eine Begründung, die wird. Mhm. Ganz genau, ganz genau. Und das führt dann auch dazu, dass gerade im Einflussbereich des Papstes, also nicht im Reich, also nicht im Einzugsbereich des Kaisers, im Einzugsbereich des Papstes werden Talmud-Schriften eingesammelt und dann, es gibt eine öffentliche Verhandlung in Paris und dann werden die tatsächlich da auch verbrannt. Ganz wilde Geschichte. Ja. Und was auch noch in diese Zeit reinfällt, sind die ersten Vorwürfe der Hostienschändung. Ja, das werde ich jetzt gleich drauf kommen, denn wir kriegen dann im 14. Jahrhundert zwei ganz wichtige Vorwürfe, wie du gesagt hast, die Hostienschändung, was einem modernen Menschen nicht ganz klar zu machen ist, im Mittelalter eine Riesensache ist, weil eine Hostie ist der Leib Christi. Aber witzig, total witzig,
Die Hostie wird erst im frühen 13. Jahrhundert zum Leib Christi erklärt. Ja. Also das wird ja erst genau Dogma, dass quasi mit der Wandlung die Hostie zum Leib Christi wird. Das ganz Anfang des 13. Jahrhunderts wird das erst zum Dogma erklärt. Davor ist die Hostie ein Stück Brot. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Aber da beginnt dann eben diese Idee von der Wandlung. Und was auch total spannend ist, dass in diese Zeit die Entstehung des Corpus Christi fest, also von Leichnam, fällt. Ja. Ja. Also dass quasi dann mit der Monstranz auch die Hostie durchs Dorf getragen wird oder durch die Stadt. Das ist davor gibt es das nicht. Ja. Und deswegen ist es auch total Wumpe und total egal, ob ein Jude eine Hostie oder ein Brot nimmt, das in einem religiösen Kontext benutzt wurde oder nicht. Ja, aber das jetzt, kommt dann erst danach. Jetzt kommen Abbildungen, die wir heute nicht mehr verstehen, weil da haben wir die Abbildung eines Juden, der mit einem Messer in eine Hostie sticht. Und für den Christen des 14. Jahrhunderts ist das ein Weltuntergang. Und diese Vorwurf der Hostienschändung, die wird dann so eins der ganz großen antijüdischen Themen, immer wieder, ganz, ganz lange. Dazu kommt später noch was, werden wir nochmal sehen. Aber dazu haben wir dann noch die Brunnenvergifter-These. Denn mit der Pest um 1348 haben wir ja große Pestwelle. Und die Schuldigen sind schnell gefunden. Es sind die Juden, die mit einem importierten Gift die Brunnen vergiften. Und die in Straßburg werden Juden gefangen genommen, werden so lange gefoltert, bis sie jeden Quatsch zugeben. Und dann schreibt Straßburg Briefe an andere Gemeinden und sagt, hier, wir haben es rausgekriegt, Juden haben irgendwie aus dem Orient ein gefährliches Gift hergebracht und vergiften damit die Brunnen. Als ob es ein Gift in der Zeit gäbe, das sowas könnte. Und dann haben wir eine unfassbare Welle der Judenverfolgung von etwa 350 Städten im Reich. Mit einer jüdischen Bevölkerung werden in 85 Städten Juden ermordet. Und mehrere hundert jüdische Gemeinden werden entweder durch Mord oder durch Vertreibung vernichtet. Also ganz oft erfolgt Ausweisung. Und eigentlich die Folge davon ist noch viel schlimmer, denn du hast ja eben schon diese Gleichsetzung mit Ketzern gehabt. In der Polemik gegen Waldenser und Katharer werden auch die Juden reingebracht. Und es kommt eine Idee, die später noch sehr folgenschwer sein wird, nämlich die Satanssekte. Es wird eine antichristliche Weltverschwörung zusammengebastelt, in der die Juden sind, in der die Ketzer sind. Später kommen die Hexen dazu. Das wird bei der Hexenverfolgung noch ein ganz wichtiges Ding. Und auf einmal sind relativ breit die Juden die Feinde der Christen, die hinter den Christen her sind. Dazu kommt dann noch die Ritualmordlegende, dass Juden christliche Kinder fangen würden, sie ermorden würden, um mit ihnen Pessachbrot, was war das? Genau, Matze. Matze. Also Matze herstellen. Ja. Aber tatsächlich, das wollte ich auch noch erwähnen, dass es kommt zum ersten Mal, diese Ritualmordlegende kommt 1180, wenn ich nicht lüge, oder was, 1280, ich weiß es nicht. Nein, 1180 meine ich. In Norwich wird eben ein Junge getötet und das wird den Juden in die Schuhe geschoben und die sollen dann eben mit so einem Schlechtmesser sollen sie quasi, sie sollen diesen Juden, diesen christlichen Jungen gekauft haben und um ihn zu martern und zu schlachten und mit dem Blut, das nehmen sie als Grundmittel, um quasi das Pessachbrot, die Matze herzustellen. Ja. Ein ganz berühmter Fall ist dann auch noch Simon von Trient, 1475. Auch da gibt es in Trient, ein toter Junge wird aufgefunden und der örtliche Bischof sieht seine Gelegenheit, einen Lokalheiligen zu bauen, lässt Juden verhaften, lässt sie foltern. Und das Spannende bei Simon von Trient, der Papst schickt einen Bischof, der das untersuchen soll. Der sagt, nee, Quatsch, nix Ritualmordlegende. Also der Papst oder der Vatikan lehnt auch solche Geschichten zu dem Zeitpunkt ab. Und dieser Bischof wird auch bedroht, einer seiner Knechte wird ermordet, er muss die Untersuchung aus einer Nachbarstadt führen, weil der Bischof von Trient will das durchpocken, will seinen Heiligen haben. Und dieser Simon von Trient wird auch als Heiliger verehrt, ist nie offizieller Heiliger geworden, wird bis heute abgelehnt von der Kirche, aber er wird bis heute auch noch als Heiliger verehrt, der von den
bösen Juden gemartert und ermordet wurde. Und das ist so, der ist auch zum Beispiel, dieses Bild von Simon von Trient, wie er ermordet wird, ist auch zum Beispiel in der Schädelschen Weltchronik. Das ist wirklich ganz in ganz kurzer Zeit ganz weit verbreitet worden. Und diese Ritualmordlegenden, die haben wir ganz, ganz häufig. Und das wirklich Schlimme ist, wenn wir uns heutige Verschwörungstheorien anschauen, es ist genau dasselbe drin. Die Brunnenvergifter-These ist drin, die Ritualmordlegende ist drin, das hat sich bis heute durchgezogen. Ja, und damit haben wir im Prinzip den spätmittelalterlichen Status quo. Die Juden sind die Feinde der Christen. Und die Abgrenzung von außen wird immer stärker. Und wir kriegen dann, ich meine, so Kennzeichnung haben wir schon sehr früh, auch in arabischen Ländern fängt das an. Aber 1215 auf dem vierten Laterankonzil wird dann, ich habe nur eine Übersetzung als Zitat, Juden und Sarazenen beiderlei Geschlechts in jeder christlichen Provinz und zu allen Zeiten sollen in den Augen der Öffentlichkeit durch die Art ihrer Kleidung von anderen Völkern unterschieden sein. Und das ist total spannend. Das ist nämlich eine Veranlassung, die auf intellektueller Ebene oder im christlichen Diskurs auf höchster Ebene geführt wird und quasi veranlasst wird. Aber die Städte kümmern sich einen Scheißdreck drum. Mhm. Ja, das interessiert niemanden. Ja. Also das kommt erst viel später. Das kommt erst fast 150 Jahre später, dass das dann auch Einzug nimmt in die Trachtenvorschriften und Kleidungsvorschriften in den Städten. Ja. Davor hat es, also diese Kringeldinge und die Pflicht des Judenhuts und den Schleier mit dem blauen Streifen oder wie auch immer, das waren Ideen, die damals gefertigt worden sind, aber die halt erst im ausgehenden Spätmittelalter wirklich virulent wurden und überhaupt zur Anwendung kamen. Ja. Ja, finde ich aber total spannend. Ist ein tolles Stichwort, weil wir gucken nochmal in die Mode tiefer. Ich fange mal an mit Nordfrankreich im 14. Jahrhundert und wüsste ich nicht, ist das eine jüdische Handschrift, ich hätte keine Ahnung, was das Juden darstellen soll. So gar nicht. Null. Also wir haben hier die normale Kleidung der Zeit, so noch relativ lang, die Kleider der Frau, also es könnte eine beliebige christliche Handschrift sein. Um 1320 haben wir immerhin mal eine deutsche Darstellung, hier haben wir einen Judenhut. Das ist eine relativ typische Darstellung in christlichen Handschriften, da sehen die alle so aus. In jüdischen ist es eine echte Ausnahme. Wir haben hier um 1460 reisende Juden, die könnte ich, aber wenn da nicht hebräische Buchstaben wären, wüsste ich auch nicht, okay. Warum sind das jetzt genau Juden? Ganz nebenbei hat er einen Spieß, umgeht also auch das Verbot, Waffen zu tragen. Zwei sogar. Ja, stimmt, zwei sogar. Zur selben Zeit nochmal deutsche Juden auf Reise. Der eine trägt sogar einen Plattengürtel, also hat zumindest auch einen Stand, der nicht ganz gering ist, finde ich auch sehr spannend. Ja. Dann Deutschland um 1470, Gelehrte und Rabbiner. Das könnten jetzt auch christliche Gelehrte sein. Naja, gut, die mit den Bärten, die schauen schon sehr orthodox aus. Ja, also, gut. Also die würde ich dann nach Ostrom stecken. Aber so grundsätzlich. Und hier habe ich noch einen jüdischen oder einen italienischen Juden oder einen jüdischen Italiener, wie du möchtest, Ende 15. Jahrhundert. Ach, leck mich doch. Ja, also ich meine, das ist genau die Zeit, da kennen wir uns modisch aus. Das ist jetzt völlig normale Kleidung. Und ich weiß nicht, der hat ein Schwert an der Seite, oder? Würdest du auch so sehen? Schwert? Ja. Der hat ein Schwert. Ja. Und das finde ich eben spannend, weil du hast ja gesagt, die Juden sind grenzen sich schon absichtlich auch ab, aber auf den Bildern aus ihrer Sicht sehe ich halt auch Assimilation, die eigentlich den Juden erst nach der Aufklärung zugeschrieben wird. Da haben wir eine ganz stark, in der Neuzeit haben wir wirklich ganz starke Beschreibungen vieler jüdischer Familien, überhaupt nicht mehr erkennbar jüdisch zu sein. Also überhaupt nicht. Also die ganzen orthodoxen Attribute werden komplett abgelegt. Man versucht sich dem Bürgertum anzuschließen und ist von außen ja überhaupt nicht mehr abgrenzbar. Und da schlagen, glaube ich, das ist dann, glaube ich, der Zeitpunkt, ja, wo dann eben die Kleidervorschriften dann anfangen zu greifen. Wenn man sich gar nicht mehr, also wenn gar keine Abgrenzung mehr möglich ist oder sichtbar ist, ja, dann muss die irgendwie durchgeführt werden. Und dann passt das natürlich in die Mode hinein, genau solche Kleidervorschriften einzuführen. Da haben wir sie nämlich, da haben wir diesen berühmten Kringel. Der taucht dann vermehrt auf. Und wir sind ja im 15. Jahrhundert, danach
werden wir gleich nochmal haben, wird die Abgrenzung noch von christlicher Seite massiv verstärkt. Also ich bin ja als Frankfurter, die haben ja das zweifelhafte Vergnügen, dass in Frankfurt das erste jüdische Ghetto eingerichtet wurde. Und das ist im späten Mittelalter, aber vor allen Dingen Ghetto ist ein Thema der Neuzeit, da wird es immer stärker. Und genau, da, also dieser späten mittelalterliche Versuch der Assimilation, der natürlich auch in den Städten überhaupt erst in die Wege kommen kann, der wird halt abgewürgt und wird durch weitere Abgrenzung verhindert. Genau. Aber auch sonst, ich habe hier, zum Beispiel, wenn ich mal auf Feste gucke, das ist auch sehr schön, hier habe ich ein spanisches Essen, also ein Mahl. Das könnte auch christlich sein. Auch wie du schon gesagt hast, die Ausstattung völlig identisch. Die Becher, alles sehr, sehr gleich. Hier habe ich eine, ist nicht so ganz einfach zu erkennen, aber hier habe ich ein Handfass und eine Tafelausstattung. Und wie gesagt, heute denken wir sofort, ja, an diese blauen Streifen sieht jüdisch aus, aber genau dieselben Decken verwenden wir in der historischen Darstellung ja auch, weil sie einfach ganz verbreitet sind. Das ist genau, was du eben gesagt hast, kein Unterschied. Auch Italien, ein profanes Mal, du kannst weder an Kleidung noch an Ausstattung irgendwie erkennen. Es gibt aber natürlich Feste, die sind typisch jüdisch. Und da ist zum Beispiel die jüdische Hochzeit. Die ist bekannt, aber hier italienisch, ganz normale Kleidung. Aber der ist, glaube ich, sehr bekannt. Ja, Hochzeitsring. Aus Erfurt, da ist ja im Museum eine sehr schöne Sammlung. Und das Nette ist an dieser, also es gibt einen Erfurter Schatzfund, in Erfurt gab es auch ein Pogrom und da wurde ein Schatz oder mehrere Schätze versteckt. Klingt erstmal wahnsinnig, ja, die reichen Juden haben ihre Schätze versteckt, aber tatsächlich ist das fast alles Silber oder in dem Fall vergoldetes Silber und der Gesamtwert ist gar nicht so unfassbar groß. Es wird sogar angenommen, dass das tatsächlich die Reichtümer von mittelständischen Familien sind, die zusammengezogen wurden und gar nicht einem sehr Reichen gehört haben. Das ist unwahrscheinlich in der Machart. Naja, also man muss ja auch sagen, die finanzielle Last, die auf die Juden abgewälzt wird, die wird ja auch immer höher. Ja. Also mit fortschreitender Zeit müssen immer mehr Abgaben gezahlt werden, also nicht nur das Schutzgeld, das dann eben von der Kammerknechtschaft abgeleitet wird. Das Judenregal wird ja dann auch noch verschachert an die Landesfürsten und dann diese wiederum zum Beispiel. Ja, die wiederum geben das weiter an die Städte und da wird ganz schön gepresst. Ja. Und ich glaube, das Lösegeld für Richard Löwenherz ist zum guten Teil von englischen Juden aufgebracht worden. Also wenn ja. eine große Ausgabe ist, geht man gerne mal an die Juden. Genau, und spannend, also auch gerade aus dem Spätmittelalter schon, fängt man an, Stollgebühren zu erheben. So, jetzt hat. Nochmal. Also Stollgebühren sind ja quasi Kirchensteuer. Das heißt, die christliche Gemeinde bezahlt Stollgebühren, um das Auskommen des Priesters vor Ort und die Instandhaltung der Kirche zu bezahlen. Mhm. Und dasselbe erhebt man von den Juden. Ja. Auch wenn die von der Kirche natürlich nichts haben. Und dann noch eine total spannende Sache, da bin ich erst vor kurzem drüber gestolpert. Würfelzoll. Hast du davon schon gehört? Nee. Würfelzoll, und zwar jedes Mal, wenn ein Jude eine Zollstation überschreitet, ob Mandal oder Weiberl, muss er 3 Würfel abgeben. Würfel mit warum? Augen? Ja, ganz normale Würfel, Spielwürfel. Als Zusatzzoll für die Zöllner selber. Und das leitet sich angeblich ab. Ja, aus der Geschichte der Soldaten, die unterm Kreuz Jesu Christi das Los um das Gewand geworfen haben. Aha. Und daraus abgeleitet, dass der einfache Zöllner, der kriegt ja nichts von der Kohle, dass der auch noch eine Zusatzeinkunft hat, kriegt er quasi von dem reisenden Juden 3 Würfel. Also ein Pasch heißt es, glaube ich, sogar, muss der Jude quasi bei der Überschreitung der Grenze abgeben. Und witzig, da können wir nämlich gleich den Bogen spannen. Aber warte mal, ganz kurz. Die wissen aber schon, dass die Soldaten, die unter dem Kreuz Christi um die Kleider überfüllen, Römer waren?
Ja, ist eine, ja, egal, eine lustige Geschichte, ja. Kann man ja ableiten. Ja, also, aber Handwerk, genau. Hm? Ja. Genau, weil nämlich, wie man sich denken kann, die Juden haben sind ja zu der Zeit sehr viel gereist, aufgrund ihrer nach wie vor Handelstätigkeit und auch, weil sie auch noch immer verstärker in den Geldverleih gedrängt wurden. Mhm. Und und jetzt Handwerk. Es war wohl ein ganz beliebtes, oder nein, es war ein hochgeschätztes Handwerk. Die haben ja tonnenweise von Würfeln gebraucht für diese Reisen, ja. Und die wurden von Juden hergestellt. Würde ich auch machen, wenn ich die ständig brauche, dann würde ich auch Würfel herstellen. Das ist aber so ein guter Punkt, den du gerade ansprichst, weil ich habe dazu auch sogar ein Video gemacht. Der gute Richard David Precht hat ja vor nicht allzu langer Zeit in einem Interview mehr oder minder gesagt, dass den Juden, den orthodoxen Juden aufgrund ihrer Religion nur einige wenige Berufe erlaubt waren, zum Beispiel Geldverleiher oder Diamantenhändler. Also sie haben das, was wo die Juden hingedrängt wurde, einfach mal umgedreht. Sie haben Ursache und Wirkung verwechselt. Aber das ist auch wieder ein ganz übles Klischee letztlich, dass der Jude schlechthin ein reicher Geldwechsler oder Geldverleiher gewesen sei. Spannenderweise hat er den Beruf auch schon, also gibt es diese Geldverleiher bzw. Geldwechsler-Beruf, den gibt es schon in der Kaiserzeit. Mhm. Witzigerweise. Also das war mir auch erstmal in der Vorbereitung zu diesem Video, bin ich meine ganzen alten Unterlagen mal durchgegangen und da bin ich, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja. Tatsächlich jüdische Geldverleiher und Wechsler gab es schon in der Kaiserzeit. Also, Geldwechsler ist ja verständlich, wenn man sich die Fernhandelstätigkeiten früh anschaut. Und Geldverleiher ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja immer die Sache mit dem Zinsverbot. Eigentlich ist es ein Wucherverbot. Ja? Und die Christen dürfen das eigentlich nicht. Und deswegen werden da gerne eben Juden herangezogen, wobei sie da eben auch gerne reingedrängt werden. Und oftmals ist es gar nicht ein Jude, der das Geschäft macht, sondern es ist die Gemeinde, die zusammenlegt. Da gibt es, Erfurt ist ein tolles Beispiel, weil auch Erfurt hat ein Pogrom. Allerdings in Erfurt waren ein paar Sachen sehr anders, weil zum einen war die Gemeinde nicht sehr wohlhabend. Und zum anderen hat die Stadt alles getan, um dieses Pogrom wieder rückgängig zu machen. Sie hat zum Beispiel verboten, dass Häuser an Nichtjuden abgegeben werden. Sie hat also wirklich versucht, da das Ganze hinzubiegen. Und wir haben zum Beispiel auch in Erfurt schöne Beispiele für Kleinhandwerk. Ich weiß, du hast schon da liegen, das Horn. Ja. Rituell ganz wichtig. Und ja. Ein Rabbiner in... Dein Licht ist schon wieder... Aha. Und einem Rabbiner in Erfurt ist aufgefallen, dass er da betrogen wurde und gar nicht die richtigen Hörner geliefert bekommt. Also hat er irgendwie, ich weiß gar nicht mehr von wo, es könnte sein, dass es aus Krakau, bin ich mir gerade nicht sicher, hat er Handwerker geholt, die diese Hörner herstellen. Hm. Und man darf nicht vergessen, also wir haben jüdische Fleischer, selbstverständlich, das Fleisch muss koscher sein. Wir haben Schneider, wir haben Bader, wir haben eine ganze Reihe an... Es muss jüdische Gerber gegeben haben, weil allein eine Tora-Rolle wird auf Pergament geschrieben. Ja? Und nicht koscher hergestelltes Pergament, das wäre ein Sakrileg, sondergleichen, es geht nicht. Ja? Ja, ja. Funktioniert hin und vorn nicht. Und das ist noch ein Beispiel. Normalerweise dürfte das Schuhwerk muss auch an sich koscher sein. Ja? Ja. Lebensmittel, Eier darfst du kaufen von Christen, ja? Fisch darfst du kaufen von Christen, Feldfrüchte im rohen Zustand darfst du von Christen kaufen. Fleisch, haben wir gesagt, scheidet völlig aus. Bei Milch wird es dann schon spannend. Ja, da muss ein Rabbiner dann quasi zugegen sein. Ja. Butter wird dann ab der Mitte des 13. Jahrhunderts tatsächlich freigegeben, weil laut rabbinischer Lehre der Verbutterungsprozess nur von koscheren Tieren möglich ist. Ah, okay. Ja, genau. Und was? Großartig. Ja,
Ja. Aber vor allem im Frühmittelalter, bis wir eben zu dieser Status kommen, den wir später haben, haben wir natürlich auch jüdische Bauern. Ja, ja. Ganz genau. Das wird weniger. Wobei wir haben auch immer Landbevölkerung, gerade die Rothschilds stammen so aus einem kleinen Ort hinter Hanau und da gab es, also es gab auch immer jüdische Landbevölkerung oder hier auch in Münzenberg ebenfalls, also das darf man auch nicht vergessen. Aber wir haben halt auch ganz, ganz viele Kleinhandwerker und es gibt so einen Brief, so eine Quelle, ich glaube auch die ist aus Erfurt, die finde ich total anrührend, da schreibt eine jüdische Witwe einem Verwandten, zu mir ist ein Christ gekommen, der will sich Geld von mir leihen. Wie geht denn das? Wie mache ich denn das? Und den fand ich so toll, weil es ist so gegen das Klischee. Also ja, wir haben natürlich Geldverleiher, aber ich finde diese Idee ganz furchtbar. So, Juden, die sind ja wohlhabend. Hatte ich schon eine Diskussion, da ging es um Juden. Ja, die sind ja wohlhabend gewesen, alle. Nein. Ja. Nein. Zum einen, ja, nein. Es gibt wohlhabende Juden, selbstverständlich. Aber du hast natürlich auch immer Gemeinden, die da notfalls Geld zusammenlegen. Ja, und die dann finanzieren. Grundsätzlich. Das ist immer so ein Reifeisenprinzip, mhm, gerade beim Geldverleih, mhm, das oder Genossenschaftsprinzip. Die Gemeinschaft oder eine Familie legt zusammen, mhm, um eben eine entsprechende Summe aufzutreiben, mhm, die dann eben verliehen wird. Ja? Und deswegen gehen dann ganze Familien bankrott, wenn der christliche Geldnehmer dann auf einmal nicht zahlt. Ja, und wenn, da werden ganze Familien ins Unglück gestürzt. Wenn er nur nicht zahlt, wenn er nicht zum Pogrom greift, um seine Schulden loszuwerden, haben wir ja ein paar. Ja, ganz genau. Ja. Hier zum Beispiel ein schönes Bild. Hier haben wir einen reichen jüdischen Bürger, der Matzot und Haroset für das Laubhüttenfest, meine ich, ist es, verteilt. Und zwar an bedürftige jüdische Familien, also an Kinder. Also wir haben hier sehen wir auf dem Bild dargestellt die Standesunterschiede und die sozialen Unterschiede innerhalb der jüdischen Gemeinde. Ja. Das gehört ja, also tatsächlich wie eigentlich in allen Religionen ist ja quasi die Armenspeisung oder die karitative Tätigkeit ist essentiell. Die hast du im Judentum, die hast du im Islam und die hast du eigentlich auch eben im Christentum. Vor allen Dingen im mittelalterlichen Christentum, wahnsinnig wichtig. Ja. Ich wollte noch eine Sache erzählen zu Lebensmitteln, mhm, tatsächlich, weil, spannend, christliches Bier durfte, mhm, auch getrunken werden, ja, aber was so gar nicht ging, was ein absolutes No-Go war, war Wein. Mhm. Und warum? Also Wein musste von der Weintraube bis zum Ende nach jüdischem Ritus produziert werden. Ist ja auch nicht ganz unwichtig als im Ritus, also du brauchst ja Wein. Ganz genau, das ist nämlich der Punkt. Ritus ist das Stichwort, weil Wein ist immer oder ist ein rituell hoch aufgeladenes Getränk, zumindest beim Christentum, ja und beim Judentum. Mhm. Und das ist auch ein absolutes No-Go, einen Wein in einem jüdischen Ritual zu benutzen, der quasi mit der Intention angebaut wurde, dass er vielleicht sogar in einem christlichen Ritual verwendet hätte werden können. Ja. Das geht gar nicht. Ja. Aber das heißt, wir müssen auch jüdische Winzer haben. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Daraus. Wo wir bei Festen vorhin waren, das ist natürlich eine sehr schöne Darstellung, denn natürlich hier haben wir, oder die will ich noch gar nicht nehmen, hier ist eigentlich sogar noch schöner, hier haben wir nämlich die Errichtung der Laubhütte. Hm. Ja, für das Laubhüttenfest. Und hier haben wir eben das Laubhüttenfest. Also da haben wir tatsächlich rein jüdische Feiertage, die dann auch begangen werden. Wobei bei der Kleidung, wie diese Frau könnte auch eine christliche Frau genau derselben Zeit sein, würde man keinen Unterschied erkennen. Man sieht sogar Haare, das ist ja später sogar ein ganz großes No-Go, die Haare bei solchen Sachen zu sehen. Und hier sieht man sie noch halbwegs. Aber natürlich, Verschleierung ist hier natürlich nicht judenspezifisch, weil eine christliche Frau oder zumindest eine verheiratete Frau derzeit sich genauso verschleiert hat. Ganz genau. Ja. Das wird ja auch immer gerne, gerne vergessen, mhm, dass in der Zeit alle oder durchgängig durchs Mittelalter die verheirateten Frauen alle Schleier trugen. Ja. Das hat nichts mit Nonne zu tun. Es war üblich, das Haupt zu bedecken. Letztlich kann man sagen, bei den Nonnen hat sich das erhalten. Ganz genau. Und bei den Juden in abgeänderter Form, bei einigen Orthodoxen genauso, ja, also gerade die Sachen mit dem Haar.
Ist ja wild. Also tatsächlich das, ja, mit dem Haar verhüllt. Und es ist auch, also tatsächlich die Bedeckung des Kopfes hat auch einen religiösen Hintergrund. Mhm. Weil man darf zu Gott nur sprechen, wenn das Haupt bedeckt ist. Ja? Mhm. Ja. Und jedes Lob an Gott ist quasi schon ein Gespräch, eine Zwiesprache mit Deswegen Gott. Deswegen die Kippa dann jetzt immer. Ganz genau. Ganz genau, weil du kannst ja mal über die Straße gehen und dann siehst du jetzt gerade im Frühling ein schönes Blümelein und möchtest den Herrn für dieses schöne Blümelein loben und dann hast du aber nichts auf dem Kopf. Ja? Also, dass dir sowas nicht passiert, ja, hast du immer die Kippa. Und für mich ist ja so das Lustige, ich bin ja bekennender Hutträger und dann renne ich, weil ich nicht dran vorbeigehen kann, in jede Kirche, die nicht bei drauf den Bäumen ist, ist der André drin. Und dann kommt sofort das Zischen, Hut ab! Dann ist irgendwo ein Mitarbeiter, der mich sofort macht und dann denke ich mir, ja, im 15. Jahrhundert wäre ich voll, als Christ voll dabei gewesen. Hut auf in der Kirche, gar kein Thema. Ja, das ändert sich auch erst so mit der Zeit. Also das heutzutage Hut abnehmen, das ist auch wieder kulturell ganz spannend. Da habe ich eine total spannende Anekdote. Ich war 2012 in Russland und habe da auf dem Land irgendeinen orthodoxen Pilgerort, frag mich nicht mehr, wie er heißt. Ich bin da durch die Gegend gekarrt worden und habe ich da besichtigt. Und davor war ein Friedhof und dann eben die Kirche. Und als ich dann den Friedhof überquert habe, alles gut. Jetzt kommt wieder das Licht. Und dann, als ich in die Kirche gegangen bin, brav einen Hut abgenommen. Und dann hat der Pope eben mit meinem Dolmetscher gesprochen. Und der hat gemeint, ja, eigentlich dachte er, dass wir ganz furchtbare Ketzer sind, weil wir es nicht angebracht halten, den Hut abzunehmen, wenn wir geweihten Boden betreten, also den Friedhof schon. Ja. Aber da wir ja jetzt in der Kirche und den Hut abgenommen haben, ist wieder alles gut. Also das ist witzig. Ich frage mich, wann das aufkommt mit dem Hut abnehmen. Keine Ahnung, es ist echt spannend. Ja, so ein anderes, es gibt ja bei gerade im Bereich, wenn man sich mit Juden beschäftigt, gibt es ja tatsächlich so positive Klischees, die auch nicht ganz unproblematisch sind. Zum Beispiel die jüdische Medizin wird ja gerne als das Positivbeispiel hingestellt. Auf der einen Seite haben wir eine durchaus jüdische Medizinschule und im Vergleich, also so als Bevölkerungsanteil ist die Durchsetzung mit Ärzten natürlich extrem gut, ja, gar keine Frage. Und es gibt dann eben auch entsprechende Abbildungen. Hier haben wir einen jüdischen Arzt bei der Sprechstunde, auch da wieder alle in der Mode der Zeit gekleidet, also es ist durchgängig. Was ich hier ganz spannend finde, er macht halt auch dieselbe Harnschau, die ein christlicher Arzt machen würde. Also das ist immer so, die gerne vorstellen, die haben ja, auch dann weiß ich, ja, die haben ja arabisches Wissen, warum? Egal. Und sind natürlich viel, viel fortschrittlicher, aber tatsächlich kochen sie auch nur mit demselben Wasser wie die meisten christlichen Ärzte. Aber es gibt halt relativ viele von ihnen. Ja, und ich meine, das Thema, das wird deswegen auch so überhöht, weil unter den sephardischen Juden eben die Übersetzer der griechischen Quellen waren. Ja. Ja. Also die haben, die Juden in Spanien, haben quasi die alten griechischen Quellen übersetzt in verständlichen Sprachen zu der Zeit. Und da war natürlich jede Menge Medizinwissen, Galenus, keine Ahnung, und so weiter und so fort. Aber das hat sich natürlich auch verbreitet, weil man muss auch wieder eins sagen, da wir bei jüdischen Gemeinden erstens von städtischen oder vom urbanen Umfeld reden und weil es in der Religion Schriftkunde natürlich auch wichtig war, haben wir eine Literazitätsrate unter Juden, die ist unerreicht unter Christen, klar. Und dementsprechend sind auch solche Schriften mehr gelesen worden, logisch. Genau, und es gehört einfach dazu, also ein Jude, der nicht liest, den gibt es nicht. Also das ist oberste Pflicht. Es gibt, also vielleicht versteige ich mich da auch, aber ich wage es zu behaupten, es gibt keine Analphabeten im Judentum, weil es einfach Essenz der Religion ist, lesen zu können. Man muss jetzt einschränken, die Literatur ist teilweise sehr begrenzt. Da geht es schon um ein paar wichtige Werke unter Umständen. Man kann jetzt nicht denken, allein schon wegen der Kosten von Büchern ist jetzt
die alle ihre dicke Bibliothek hatten, aber tatsächlich Schriftkunde ist ganz wichtig, deswegen natürlich hat so etwas auch eine Auswirkung, aber dann wird auch sehr gerne so getan, ja, die jüdische Ärzte sind was ganz anderes, aber zum Beispiel in Frankfurt am Main hatten wir ein Hospital und da mussten genau wie die städtischen Ärzte auch die jüdischen Ärzte Dienst tun und dementsprechend ja, man konnte natürlich zum christlichen Arzt gehen, aber dass man jetzt im Hospital von einem jüdischen Arzt behandelt wurde, war auch nichts Besonderes. Ja? Und diese Idee, dass da auch kein Austausch ist, ist natürlich Quatsch. In Frankfurt gab es auch ziemlich, oder sind zumindest auch jüdische Hebammen belegt, wenn ich das. Ist ja insgesamt, also auch da, die Juden brauchen ja auch eigene Hebammen, durchaus. Und ja, es gibt jüdische Hebammen, die aber auch in dem Fall von Christen in Anspruch genommen wurden. Genau. Aber wir haben zum Beispiel auch so etwas wie, weil beim Ärztesystem im Mittelalter müssen wir immer trennen zwischen Arzt und Chirurg. Und so etwas wie jüdische Bader haben wir ganz genauso. Der dann auch sowas macht wie hier Schröpfköpfe aufsetzen. Ja. Also da muss man sich echt von so positiven Klischees auch, kann ich nur warnen, weil das auch oft dann ein Zerrbild bringt. Und wenn man eben hinguckt, haben wir einfach eine jüdische Gesellschaft, die auch alle Schichten kennt, arm bis reich, gebildet bis ungebildet. Und es gibt, wie gesagt, der Rex hat mal so ein Ding gemacht, kannst du im Mittelalter überleben? Und dann haben sie, ist so wie ein Rollenspiel quasi, du musst Entscheidungen treffen und bei einigen stirbst, bei anderen nicht. Und dann haben sie eben auch, du hast die Wahl zwischen einem europäischen Arzt und einem jüdischen Arzt. Und der europäische Arzt war natürlich völliger Idiot, der irgendwie mit Dung behandelt hat oder sonst was, aber auch die Darstellung des jüdischen Arztes. Erstmal diese, der ist besser, weil er arabisches Wissen hat, aber auch die ganze Optik von ihm, es war so furchtbar. Also da finde ich auch, muss man sich von positiven Klischees auch ein bisschen hüten. Das ist gar nicht mal so unkritisch. Was ich noch gerne erwähnt haben möchte, ist generell so diese, weil du es vorher auch angesprochen hast, diese Ghettoisierung oder diese Judengassenbildung oder wie wir es eben schon da in Speyer auch hatten, dieser umfriedete Bereich mit einer Mauer, das war ja auch tatsächlich ein eigenes Rechtsgebiet. Und tatsächlich auch bis ins Spätmittelalter hinein, eigentlich bis zum Schluss, bis zur Vertreibung, galt in diesen jüdischen Räumlichkeiten auch jüdische Rechtsprechung, die eine ganz eigene Rechtsprechung hatten. Und ich habe nämlich ein Bild eines jüdischen Gerichts in Oberitalien. Ah, da guck. Ja. Das ist ein jüdisches Gericht von Juden für Juden, weil sie eben, wie du sagst, teilweise eigene Rechtshoheit hatten. Genau, und die haben sowohl ein eigenes weltliches Recht als auch ein eigenes religiöses Recht. Da wird nochmal unterschieden. Ja. Und was mir auch so dabei gekommen ist, gerade wenn man jetzt vom frühen und Hochmittelalter ausgeht, auch noch im Spätmittelalter, das ist eigentlich nichts anderes als zum Beispiel, wenn man nach Konstantinopel schaut, gibt es ja die unterschiedlichen Händlerviertel, wo quasi auch in Konstantinopel ein ganz eigener Rechtsraum geschaffen wird. Das sind abgeschlossene Viertel, wo Florentiner und wie sie alle heißen, Neapolitaner, quasi ihre eigenen Siedlungen haben, abgeschlossen mit eigener Rechtsprechung. Und also das ist ein Modell, das sich eins zu eins auf die jüdischen Siedlungen im städtischen Raum anwenden lässt und es nichts zu tun hat mit Ghetto, sondern es ist einfach ein eigener Rechtsraum. Ja. Ghetto, dann sind wir in Frankfurt und da wollte ich mal so kurz die Ereignisse aufzählen, weil wir haben auch da 1241 die Frankfurter Judenschlacht. Das ist kein Kampf, sondern es ist ein Abschlachten, es ist ein Massaker an den Juden. Die Gemeinde wird vernichtet und das Ganze machen sie etwas über 100 Jahre, nämlich 1349 gleich nochmal. Karl IV. Hat das Judenregal für 15.200 Pfund Heller, eine absurd hohe Summe, an die Stadt übertragen. Und die hätten da jetzt eigentlich Einnahmen draus ziehen können. Allerdings wurden quasi alle Frankfurter Juden dann in einem zweiten Massaker ermordet. Es wird geschätzt, dass es etwa 60 Opfer gab. Also so groß war die Gemeinde nicht wieder geworden, aber es ist natürlich schlimm genug. Und es wurde lange ein Zusammenhang mit der Pest formuliert.
Ist wahrscheinlich nicht so, weil die Pest war noch gar nicht in Frankfurt angekommen. Also sind wir wieder bei der Brunnenvergifter-These. Mhm. Es wird eigentlich eher angenommen, dass es wirtschaftliche Interessen von Handwerkern und Patriziern gab, die ihre Schulden loswerden wollten. Mhm. Mhm. Also hat die Stadt ein wahnsinnig teures Judenregal erworben und hat dann nichts davon gehabt. Ja. Ab 1360 hat man schon wieder jüdische Bewohner. Das ist so schwer zu verstehen, warum nach so kurzer Zeit, nach so einem schrecklichen Massaker, warum kommen die zurück? Die Erklärung ist ja einfach, sie wurden aus anderen Orten vertrieben. Wir haben da ein stetiges Hin und Her. Also Juden waren dadurch auch relativ mobil, weil sie immer wieder vertrieben wurden. Ja, in der Zeit hast du ja auch diese Armlederpogrome und Rindfleischpogrome. Ja. König Rindfleisch war ein Metzger, der so eine Pogromwelle losgetreten hat. Und König Armleder war so ein verarmter, kleinadeliger Ritter, wie auch immer. Und die beiden haben es geschafft, irgendwelche Banden um sich zu scharen und haben dann eben, sind dann gegen Juden in der Rheinebene vor allen Dingen vorgegangen. Ja. Und also sie haben im Prinzip das aus dem, was im ersten Kreuzzug passiert ist, ein Geschäftsmodell gemacht, kann man sagen. Dementsprechend hat man immer wieder Vertreibung. Und zum Beispiel ab 1360 gibt es eben wieder Juden, die werden aber nicht mehr in die Bürgerlisten aufgenommen, sondern müssen individuelle Schutzverträge abschließen mit der Stadt. Mhm. Ja? Da gibt es ja später auch, im Studium hatte ich tatsächlich ein ganz spannendes Fallbeispiel, da ging es darum, dass ein Händler aus Straßburg, meine ich, in Frankfurt Wein gehandelt hat, und zwar mit einem Juden, und die Stadt hat gesagt, das darfst du nicht, nur Bürger dürfen Wein handeln. Das ist zurückzunehmen, und die Stadt Straßburg hat gesagt, nee, entschuldigt mal, das ist ein gültiges Geschäft. Und dann ist Mainz als Schiedsrichter dazugekommen und hat im Prinzip gesagt, ja, wir geben euch recht, wenn ihr nachweisen könnt, dass ihr diesen Bürger nie als Frankfurter Bürger in Schutz genommen habt. Und siehe da, ein Jahr vorher haben sie genau das getan. Also auch da ist immer noch der Begriff Jude und Bürger ist ganz, ganz schwierig, weil es eben auch immer wieder die Städte ihre Juden auch als Bürger bezeichnen, auch so schützen, und dann wollen sie es wieder nicht. Und ab 1416 wächst die jüdische Gemeinde sehr stark an, denn genau da sind große Vertreibungen. Es fängt zum Beispiel in Österreich an, die ganzen Österreich-Juden werden vertrieben und viele davon gehen nach Frankfurt. Das ist ja zu dem Zeitpunkt auch so die ein bisschen Hauptort des Reiches wird, auch mit Krönung und Wahlort. Und dann kommt es ab 1458 zur Gründung des ersten Ghettos. Das Witzige ist aber, wenn man jetzt die Umstände sieht, dann klingt das auf einmal gar nicht mehr so fies, denn die Stadt erbaut auf eigene Kosten 11 Häuser, ein Tanzhaus, ein Hospital, zwei Schankstuben, ein Gemeindehaus. Und die jüdische Gemeinde bezahlt dazu noch ein sogenanntes kaltes Bad und die Synagoge. Und nachdem... Die Mikve. Ja, und nachdem dann, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, denn nachdem das Ganze dann, die ganze Gasse auch in jüdische Obhut geben wird, bauen sie noch einen zweiten Brunnen und ein Badehaus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was von beiden die Mikwe ist. Das kalte Bad. Ah, gut. Dass du weißt, ja. Ja, gut, ist natürlich klar. Badehaus ist zu der Zeit oft ein Dampfbad und dementsprechend das kalte Bad logisch, wenn man drüber nachdenkt. Das klingt jetzt erstmal super. Und um 1450 haben wir mit 260 Personen auch da ist das Ganze noch nett, aber 1543 leben auf demselben Gebiet 2700 Personen. Das Zehnfache auf demselben Gebiet. Und damit haben wir mit dem Frankfurter Ghetto so die Blaupause dessen, was jüdisches Leben in der Neuzeit bestimmt. Denn an vielen Orten werden solche Ghettos eingerichtet und die Juden dürfen nur dort wohnen. Und selbst die Familie Rothschild, eine der reichsten Familien später in Europa, deren Hauptstammsitz ist ein relativ kleines Haus in der Frankfurter Judengasse gewesen. Und erst nachdem das Ghetto aufgelöst wurde, durften die Herren von Rothschild außerhalb wohnen und haben sich halt einen ziemlichen Brocken hinsetzen können. Aber erst nachdem es aufgelöst wurde. Und weißt du, warum die Rothschild heißen? Nein. Ich glaube, ich wusste es mal. Weil, das ist der Hausname. Ja, stimmt. Von ja, dem Haus, das war das Haus mit dem roten Schild in Frankfurt. Ja. Ja. Richtig. Eigentlich kommen die vom Land. Aber, und damit sind wir jetzt so am Ende des Mittelalters im Prinzip angekommen. Also wir haben viele, viele Massaker, Pogrome, Vertreibung immer wieder. Und jetzt sind wir natürlich an einem Punkt, da bist du wieder als Experte gefragt, denn jetzt passiert etwas Neues. Es gibt einen Exodus oder es gibt zumindest viele, die abwandern aus dem Reich, aus dem bisherigen Siedlungsraum raus in Richtung Osteuropa. Ganz genau.
weil dort schicken sich gerade die polnischen Adligen an, ihre Städte auszubauen. Mhm. Und die Juden haben in den deutschen Städten kein Auskommen mehr. Mhm. Es gibt dann verstreut dieses Landjudentum. Mhm. Die kriegen dann extreme Probleme im Dreißigjährigen Krieg. Mhm. Aber das ist eine andere Geschichte. Oder werden auch als Viehhändler arbeiten sie und werden dort ganz, also da gibt es das wieder dasselbe, sie betrügen angeblich ständig und auch die Nazis benutzen dieses Vieh-Juden-Märschen ganz massiv auf dem Land, um Stimmung zu machen. Mhm. Das ist tatsächlich, also tatsächlich gerade im 18. Jahrhundert, da wird verstärkt eben jüdischer Viehhandel betrieben. Mhm. Oder da ist der Viehhandel in jüdischer Hand. Ja, ganz extrem. Ist auch tatsächlich ziemlich wichtig für die ganzen Heere und für die ganzen Kriege, die da geführt werden. Ja. Aber das nur so am Rande. Aber tatsächlich spannend ist, dass eben die Juden nach Osteuropa gehen dann. Mhm. Und dort haben sie ein gutes Auskommen, sind auch sehr verbandelt mit den Adligen. Mhm. Und dann im 16., na eigentlich im 17. und 18. Jahrhundert, begehrt das Volk auf. Mhm. Ja, es will sich gegen den Adel zur Wehr setzen. Und aber an den Adel kommt man nicht ran. Aber an wen kommt man ran? An die jüdische Bevölkerung, die als Vertreter des Adels gesehen werden. Mhm. Und, die natürlich auch als Beamte eingesetzt wurde, weil du hast eine gebildete Schicht. Sie werden, deswegen hat man sie ja geholt und sie sind zum Teil Beamte, ja. Genau, genau. Und witzigerweise, daher kommt die orthodoxe jüdische Tracht. Das ist eine Bojarentracht, also ja. Mit dem großen Pelzhut, ja. den man so kennt. Und das ist ganz wichtig. Das ist nichts, was innerhalb des deutschsprachigen Judentums, auch des französischen Judentums aufgekommen ist. Also das, was man heute so als orthodoxe Judentracht kennt, kommt überhaupt erst im osteuropäischen Raum dann auf. Und bei uns... Es kommt später zurück, also in Berlin in den 20er Jahren genau. siehst du sowas auch auf der Straße, aber es ist zurückgekommen. Genau, das kommt schon im 18. Mhm. Jahrhundert im Prinzip zurück, weil nämlich natürlich man wird vertrieben und das Leben ist schlecht, ja. aber man spricht ja immer noch Jiddisch. Ja? Das ist und eine Frage, ganz kurz, wann kommt Jiddisch auf? Tatsächlich im 11. Jahrhundert. So früh schon. Ja, im 11. Jahrhundert ist es noch, aber Jiddisch ist so toll. Das ist nämlich so eine lebendige Sprache, ja, weil am Anfang setzt sich das Jiddische aus Französisch, Deutsch und Hebräisch zusammen. Mhm. Ja. Wird dann immer deutscher. Mhm. Wenn bei dieser Vertreibungswelle nach Osten, kriegt sie dann diesen osteuropäischen Sprachduktus, kommt dann im 18., 19. Jahrhundert wieder zurück Während hier in der Zeit Jiddisch quasi keine große Rolle mehr spielt, weil eben in der Aufklärung viele Juden versuchen, sich zu assimilieren und geben das auf? Ja, und tatsächlich ist überhaupt die Frage, also das ist eine Sache, die ich selber noch nicht herausgefunden habe, wie viele aschkenasische Juden haben den 30-jährigen Krieg überhaupt überlebt? Ja, weil da sind so viele Dörfer platt gemacht worden und da hat man ganz gerne eben auch genau dasselbe Ding genommen. Ah ja, den Feind hat man ja da vor der Nase, also die sind sowieso noch ungläubiger als die andere Partei, deswegen rutschen wir mal über die Juden drüber. Mhm. Und was sich gehalten hat, hat natürlich die Hamburger, die haben Juden nach wie vor, aber das sind sephardische Juden, die nämlich im 15. Jahrhundert vertrieben worden sind. Ja, Ende des spanische Inquisition. Genau, ganz genau. Und da haben wir auch Antisemitismus, weil die spanische Inquisition aus Spanien sagt halt, auch wenn du konvertiert bist, du bleibst Jude und bist nicht nur deines Glaubens wegen. Da haben wir zum ersten Mal du bist Jude, weil du so geboren bist und nicht wegen deines Glaubens. Und da gehen wir langsam in Antisemitismus über. Genau. Mhm. Da werden die sogenannten Conversos werden auch verfolgt von der spanischen Inquisition ganz massiv. Überwacht und verfolgt? Massiv genau. überwacht? Ja. Genau. Und die, also ein Teil siedelt sich dann in Nordafrika oder im Reich des Osmanischen Reichs an. Ja, da siedeln sich viele an. Ein Teil geht nach Italien. Mhm. Dort gibt es dann auch das erste
Ghetto par excellence. Mhm. Jetzt frag mich aber nicht mehr, wo es war. War es Genua? Ich bin, also kreuzige mich, ich weiß es nicht. Ja. Aber auf jeden Fall, da kommt zum ersten Mal so dieses Ghetto im heutigen Verständnis auf. Mhm. Ja. Noch mehr als in Frankfurt. Und ein anderer Teil dieser sephardischen Juden zieht eben in die Niederlande oder eben nach Hamburg oder Dänemark. Ja. Ja. Ist nicht klar, Entschuldigung, das noch ganz kurz, ob sich das aschkenasische Judentum wirklich kontinuierlich vom Mittelalter bis ins 18. 19. Jahrhundert gehalten hat oder ob das eben eine komplette Rebesiedlung aus dem Osten wieder war. Würde ich jetzt zweifeln, weil zum Beispiel, wir waren ja eben bei Rothschilds, also in Städten glaube ich, es gibt Überlebende, aber ich kann es jetzt natürlich nicht nachweisen. Ich verstehe aber den Punkt. Aber dann nur in Städten. Also ja, ja, und städtisches, dann ländliche Judentum wahrscheinlich schwierig. Ja. Ja. Und ja, dann eben das, was wir uns heute vorstellen und in auch nach dieser Bekämpfung im Osteuropa entsteht ja auch was Neues, eine neue jüdische Siedlungsform, das Städtel. Genau. Ja, weil man sich zurückzieht, weil man sich in eigene Orte zurückzieht und dann natürlich auch diese Abgrenzung stärker wird. Man macht über Jahrhunderte eine eigene Kultur möglichst vom Christlichen abgetrennt. Also beide wollen da voneinander abgetrennt sein. Und das, was wir uns heute oft so als jüdisches Klischee auch haben, das entsteht eben in Osteuropa. Ganz genau, ja? Ganz genau. Und dort entstehen dann eigentlich auch diese zwei Gegensätze von Chassidismus und Kabbala-Judentum. Mhm. Ja, das dann quasi auch zwei sehr, wie soll man sagen, strenggläubige Strömungen im Judentum werden. Die sogar dann christliche Splittergruppen hervorbringen, die ins Reich kommen und hier, also ich habe es gerade, weil ich mich mit der Geschichte von Offenbach jetzt gerade beschäftige, da ziehe ich ja demnächst hin und da gab es tatsächlich eine Gruppe, die, ich glaube, aus dem russischen Gebiet kommen und die zwar eine christliche Sekte sind, also auch so anerkannt sind, aber auf Kabbala beruhen und irgendwie jüdische Wurzeln haben. Das war so, weißt du? Ja, ja. Absurd. Nichts, was es nicht gibt. Ja, sehr, sehr absurd. Ja. Noch eine witzige Frage habe ich an dich. Weißt du, wann zum ersten Mal eine Fahne mit Davidstern gehisst wurde und geschwenkt wurde? Sehr spät? Weil der Davidstern wird ja auch sehr spät überhaupt als ein jüdisches Zeichen. Sag's mir. Ist natürlich, weil wir sitzen ja zusammen und es geht ums Mittelalter. Es ist im Spätmittelalter, 1490. Und zwar bei einer Krönungsfeierlichkeit, jetzt frag mich nicht nach Namen, da bin ich so schlecht, in Wadislaw oder so, in Prag. Mhm. Und da neben den ganzen christlichen Zünften, die mit ihren eigenen Zunftfahnen unterwegs sind, dürfen die Juden eben ihre eigene Fahne hissen und mit ihrer eigenen Fahne auftreten. Und da wird zum ersten Mal der Schild Salomons, also der Davidstern, wird auf eine Fahne gepackt geschwenkt. Ja, später. Aber das ist eben so ein schönes Beispiel. Wir haben so viele Beispiele von Koexistenz, ja, und auch, das ist ja ein Beispiel, dass die Juden im Prinzip eingeordnet werden in diese städtische Gesellschaft und da zumindest ihren Platz bekommen. Und einen ganz extrem festen. Also ich meine, wenn du bei einer Krönungsfeierlichkeit deine eigene Fahne mitbringen darfst und dich so sichtbar machen darfst, ja, also das macht man nicht mit jemandem, der nicht akzeptiert ist ja, oder der nicht eine gewisse Rolle spielt. Aber das Problem ist, dass du halt immer wieder dann Verfolgungswellen hast, brutale. Und wie du schon gesagt hast, letztlich das mittelalterliche Judentum wird in letzter Konsequenz komplett ausgelöscht als Kultur. Es gibt eben in den Städten Teile davon und dann kommt eben aus Osteuropa Judentum zurück und das wird dann nochmal ausgelöscht im 20. Jahrhundert. Und danach kommen wieder vor allem osteuropäische Juden zurück, die dann wieder vor Verfolgung fliehen und die heute unser Bild von Judentum prägen. Denn wenn wir heute in Städten wie Frankfurt oder Berlin jüdische Gemeinden haben, dann bestehen die fast komplett aus osteuropäischen Juden oder sonstigen Leuten irgendwie mit Vertreibungsgeschichte. Nach dem Mauerfall gekommen sind. Ja. Oder auch nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen sind, ja. Auch ganz viele. Und
es ist wirklich eine Art dieser Produktion, dann irgendwie in den heutigen jüdischen Supermarkt. Ja, natürlich, es gibt wieder jüdische Gemeinden, Gott sei Dank, aber man muss sich einfach klar machen, wie sind da die Traditionslinien, und die sind nicht gerade, die sind sehr, sehr stummreich. Aber was ich trotzdem spannend finde, ist, dass das Judentum, und das ist auch einer der Dinge, die mich richtig an dem Thema thrillen, das ist eigentlich, ist der jüdische Ritus und jüdische Lebensweise ist so ein kleines Geschichtsfenster in die Spätantike. Ja. Ja, also, oder nein, nicht sogar in die Spätantike, sondern viel weiter zurück. Ja. Ja. Natürlich hat sich da vieles gewandelt und vieles verändert, aber in Grundzügen hat sich da sehr, 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 sehr viel erhalten. Mhm. Viel mehr als im Christentum, ja, weil das Christentum so viele Wandlungen durchlebt hat. Ja. Und das macht es unglaublich spannend. Also, ja, und auch die Gründer, also die jüdische Feste haben, christliche Feste haben halt vor allen Dingen Bezug so um das Jahr Null, klar. Jüdische Feste haben da ein bisschen längere Sachen. Also da reden wir von dem babylonischen Exil, da reden wir von der Vertreibung oder von der Flucht aus Ägypten und solche Sachen. Also das sind sehr, sehr alte Traditionen gepflegt und dementsprechend auch durch diese Art der Verschriftlichung. Wir haben ja in Europa ganz lange orale Kultur und die Juden haben eben zu der Zeit bereits Schriftkultur. Auch Sachen, die allein durch die Menge der Kopien sehr wortgetreu wiedergegeben wurden. Also das ist schon richtig, dass wir da ein Fenster haben, weil wir ja ganz viele, oder ein guter Teil der antiken Schriften ist ja verloren und die antiken jüdischen Schriften wurden in ganz anderer Art übertragen. Tradiert, ja, genau. Ja. Und wie du schon gesagt, erwähnt hast, dass eben auch griechische Schriften dann von jüdischen Gelehrten übersetzt wurden. Und also da ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der kulturellen Überlieferung passiert. Wir waren jetzt schon ziemlich lang dabei. Ja, aber war schön. Wie ist es für dich? Du machst ja eben auch eine Darstellung. Es ist ja eine unfassbare Gratwanderung. Ich würde die nicht versuchen. Du machst eine Darstellung als mittelalterlicher Jude. Ich mache tatsächlich jüdisches Leben durch die Jahrhunderte, stimmt, Jahrtausende. Stimmt. Also ich kenne dich vor allem als mittelalterlicher, ja. Genau. Obwohl genau. Du kein Jude bist, was ja viele Leute gerne mal annehmen, bist du nicht. Ist, wie gesagt, schon eine echte Gratwanderung, aber ich kenne deine Darstellung. Ich weiß, dass du das mit ganz, ganz viel Verantwortung machst. Aber wie ist die Reaktion der Zuschauer? Wirst du, welche Klischees kriegst du ab? Welche Reaktionen? Sind da auch negative Reaktionen? Was bekommst du so ab in der Darstellung? Also ich spiele ja natürlich auch mit den jüdischen Klischees. Mhm. Und nun ja, jetzt kommt wieder das Licht. Besser? Wenig. Ja, besser. Jetzt. Ja. Naja, also das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also ich kriege wahnsinnig, wahnsinnig positives Feedback von Menschen mit jüdischem Hintergrund, sei es Praktizierende oder Atheistische oder Menschen mit jüdischen Wurzeln, die finden das hatte super. Hatte ich auch schon. Also das ist, also wenn das Thema, also weil sonst halt auch niemand dem Thema Raum gibt, ja. Und negatives Feedback hatte ich oder kriege ich gerne mal eben von deutschen Besuchern, die sagen, das kann man doch jetzt nicht so plakativ oder so klischeehaft darstellen und so weiter und so fort. Mhm. Ja, doch, kann man schon, ja. Muss man auch ein Stück weit, ja, weil man muss die Leute auch wo abholen, ja. Und es ist halt wirklich wichtig, dass man, also ich mache ja sowohl erste Person als auch dritte Person Darstellung. Ich weiß, du bist ein großer Freund von dritter Person Darstellung. Ich mache gern beides. Bei dir heißt ja nicht umsonst Theater und Zeit. Also ja, genau. Hast einen anderen Ansatz als ich, ganz klar. Ja. Ganz genau. Und aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Rolle bin und spiele und ich merke, ich kriege die Leute nicht eingefangen, dann switche ich um und dann versuche ich sie halt abzuholen. Mhm. Also ich würde sagen, es ist zum größten Teil positiv und es gibt ein paar Menschen, die einfach dieses sich unwohl fühlen, wenn dieses Thema überhaupt angesprochen wird. Aber hast du schon antisemitische Reaktionen bekommen? Nö.
Also ich bekomme die, wenn es bei mir um Thema Judentum, was ja nicht so oft geht, dann kriege ich halt so ab und zu Klischees. Ebenso, die waren alle reich, die waren alle Geldwechsel. Also sowas kriege ich ab und zu, aber das ist immerhin, ja. Also, ja, natürlich. Also, und ich meine, die müssen doch was getan haben, wenn die so, also das hat ja auch mal O-Ton, ja, Zitat, die müssen doch was getan haben, wenn sie über Jahrtausende lang verfolgt wurden, ja. Also, ja, gut. Stimmt. Also, wenn du das mit, also mir gegenüber nicht, ja, aber tatsächlich, du triffst schon auf antisemitische Stereotype und Weltbilder, und das in der ganzen Republik und auch im ganzen deutschsprachigen Raum, weil ich bin mit meiner Darstellung ja eigentlich von Skandinavien bis Schweiz und ich war auch schon im Osten und ich gehe auch in den Westen, also ich bin eigentlich, und ich war auch schon in England und habe da einen Juden im Tower gespielt, war auch sehr spannend. Bin neidisch. Ja. Ich auch ein bisschen, das feiere ich noch. Ja. War kurz vor Corona. Aber ja, also du triffst schon natürlich auf so antisemitische Stereotype. Und was mich auch so erschreckt, ist, dass halt wirklich so wenig Grundwissen da ist. Also wirklich, wirklich. Also es ist wirklich ein unbeschriebenes Blatt. Aber woher soll es denn kommen? Wenn tatsächlich mal in der, also wir wissen ja beide, dass die Geschichtsrezeption die populäre unterirdisch ist. Und wenn in der mal Juden auftauchen, dann werden sie ja noch mehr als Stereotyp und auf ganz wenig Dinge beschränkt. Wie gesagt, der Arzt und der Geldwechsler, das ist das, was da vorkommt. Wo soll es denn herkommen? Ich weiß ja selber, wo ich es mir hergeholt habe. Ich musste mir das, was ich über jüdisches Leben im Mittelalter weiß, musste ich mir aktiv anlesen und da kommt so ein Buch wie dieses jüdische Leben im Mittelalter, das ich vorhin gezeigt habe. Und auf einmal wird mein Weltbild erschüttert, weil auch mein Wissen war offenbar viel zu gering. Ja, das Problem ist auch, was ich sehe, ist, dass einfach über die letzten Jahrzehnte einfach immer nur Pogrom- und Verfolgungsgeschichte geforscht wurde. Mhm. Ja. Und es ist ganz wenig da zur Alltagskultur und die eben diese positiveren Aspekte des Zusammenlebens zwischen Christen und Juden hervorheben. Ich mag das andere nicht kleinreden, um Gottes Willen. Ja? Da bin ich der Letzte, der das tut. Und das ist auch wichtig und das gehört dazu und das muss auch erwähnt werden. Aber meiner Meinung nach sollte man ein bisschen davon weggehen und auch diese ganzen positiven Seiten denen auch Raum geben. Ja? Ja. Und bisher sind das Pflänzchen, die eigentlich immer erstickt werden. Ja. Ja? Und ich hoffe, gerne mehr davon. Ich hoffe, wir haben es ein bisschen besser gemacht. Ich hoffe vor allen Dingen, es war wirklich so meine Nervosität auch vorher, dass wir hier nicht auch noch in Stereotyp oder unbewusst, ich hoffe, dass wir ein objektives Bild des Ganzen geliefert haben, dass wir sowohl das Alltagsleben als auch die Verfolgungsgeschichte drin hatten, dass wir ein gute, also wer dieses Video gesehen hat, hat hoffentlich ein gewisses Grundwissen über das Ganze gefunden. Das ist so meine Hoffnung. Es müssen andere entscheiden, ob wir es geschafft haben. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ich danke dir furchtbar, dass du hier warst, weil es war ja auch, ich musste dich ein bisschen überreden. Kann ich aber auch völlig verstehen. Aber es war toll von meiner Seite. War ein großartiges Gespräch und ich hoffe, wir haben irgendwann Gelegenheit zu was Neues. Wir machen, wenn wir uns treffen, das, was wir gerade gemacht haben, machen wir sonst abends am Lagerfeuer. Das ist normal zwischen uns. Ganz genau. Wenn wir nicht über Fitness reden. da ist es, ich hab's geschafft. Da ist das berühmte Lachen. Auf. Ja, es ist weniger geworden, aber es ist noch da. Ja, ja. Nein, ich fand es auch ganz großartig. Hat mir total Spaß gemacht. Und weißt du, das Problem ist halt immer, wann findet man Zeit für Ding. Und ich danke dir, dass du dem Thema Raum gegeben hast und wir so ein tolles Gespräch dafür haben. Also mir hat es sehr gut gefallen. Mir auch. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder sehen. Und euch da draußen, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt alles, was ihr so im Kopf habt, unten in die Kommentare. Also ist ja, wir können hier über ganz, ganz viele Dinge reden. Was kennt ihr an Stereotypen? Was kennt ihr an Positiven, an Negativen? Was wisst ihr überhaupt über die Geschichte des Judentums? Wie fand ihr das Video? Wie fand ihr Ibra? Alles runter. Den Link auf Theater und Zeit findet ihr selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Mal reingucken, was der Ibra so alles macht. Und ja, war schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.
Servus. Oder in diesem Fall, vielleicht ist ein Shalom auch mal angebracht. Stimmt. Ja. Shalom. Shalom Shabbat.